Herzlich willkommen bei der Nummer 9 steirischen Medienanalyse. Bitte tu mir jetzt nicht nur mit einem privaten verbessern, sondern ich glaube, es ist die 9. Ja, sag jetzt nichts anderes, sonst scheint es morgen anders, dann passt es auch wieder. Und ich bin wirklich ganz, ganz froh, dass wir ihn gewinnen konnten an dem heutigen Tag, das ist nämlich sein Geburtstag. Ja, gleich bei Ihr Fahrer einzuhaken. Ich hoffe jetzt nicht, dass Sie wegen meines Geburtstages sind. Das ist ja zugleich auch der Todestag von Shakespeare, zumindest nach dem gregorianischen Kalender. Das ist ja mittlerweile schon bekannt geworden. Es ist aber, was weniger bekannt ist, auch der Geburtstag von Machiavelli. Und diese Gleichheit finde ich am Welttag der Pressefreiheit dann doch ein bisschen bezeichnend. Dass man den Tag der Pressefreiheit ausgerechnet auf Geburt und Todestag dieser beiden gelegt hat. Also irgendwo zwischen Dichtung, das ist dann Shakespeare, und Wahrheit ist dann Machiavelli. Dazwischen liegen die Medien. Man könnte auch noch sagen, es gibt noch jemanden, der an dem Tag Geburtstag hat, das ist heute ein bisschen ein trauriger Bezug, das ist der Helmut Thoma. Ich weiß nicht, ob Ihnen der noch etwas sagt, ehemaliger RTL-Chef, also eine Koryphäe des Privatfernsehens. So gesehen hat das angebliche Marketing-Genie Dietrich Mateschitz durchaus Kommunikationsnachhilfe notwendig. Er hat sich nicht unbedingt den besten Tag dafür ausgesucht, um Servus TV einzustellen, beziehungsweise bekannt zu geben, dass er Servus TV einstellt. Der 3. Mai ist seit 1994 der Welttag der Pressefreiheit. Da sollte man über vieles nachdenken. Heute wird das Ganze wohl eher in Österreich dadurch überlagert, auch dadurch, dass 250 Kolleginnen und Kollegen wohl vorerst auf der Straße sitzen. Die haben das sehr, sehr plötzlich erfahren. Das Ganze hat wie eine Bombe heute Vormittag beim European Newspaper Congress in Wien eingeschlagen. Es hat dort lauter höchstrangige Medienleute, hochrangige Medienleute, wirklich niemand geahnt und niemand gewusst. Jetzt könnten wir sagen, naja, aber alle, die immer hier waren in dem Jahr, haben es immer gewusst, denn es hat eigentlich kein Jahr gefehlt, ohne blöde Bemerkung von mir, dass das halt ein Hobby eines Milliardärs ist. Und man wird sehen, wie lange er wie viel Geld hineinsteckt. Glauben Sie mir, das hat niemand gewollt. Ich am allerwenigsten, dass das so endet, denn es ist natürlich ein sehr wertvolles, bekanntes Inhaltlichen her gewesen. Aber es zeigt uns, dass wertvoller Inhalt, wie wir das vielleicht als altbackene Medienkonsumenten, wie ich gewohnt bin, ORF ist ein Musterbeispiel dafür. Wir sind einfach aufgewachsen mit öffentlich-rechtlichen Fernsehen und uns keine Gedanken machen müssen, was kostet es denn, diese Inhaltsqualität herzustellen, dass das heute keine Garantie mehr ist, dass etwas funktioniert. Wir werden über kurz oder lang, ich glaube, das ist keine Zugprognose, wohl ähnliches bei nzz.at erleben, auch ein inhaltlich sehr gut gemachtes Medium, von dem auch niemand weiß, wie es denn wirtschaftlich überleben soll. Also die Online-Ausgabe, die österreichische Online-Ausgabe der Neuen Zürcher Zeitung. Dies als Auftakt, also die Vorzeichen für diesen Vortrag könnten besser sein. Ich kann Ihnen auch sagen, warum die auf den 3. Mai gelegt wurden. Wir haben nämlich erwartet, dass bis dorthin die Daten des Media-Server bekannt sind. Der Media-Server ist die neue All-Media-Studie oder sollte die neue All-Media-Studie sein, auf die wir sehnlich warten, seitdem zuerst 2010 das Fernsehen, dann in den vergangenen 2 Jahren auch noch die Plakatwirtschaft und das Radio die Media-Analyse verlassen haben. Die Media-Analyse hat uns über einige Jahrzehnte vorgegaukelt, sie sei eine All-Media-Studie, wurde aber natürlich 1965 vor allem von den Verlagen initiiert. Das heißt, die Ergebnisse für Fernsehen, TV-Test, für Radio, Radiotest und später auch für Internet und Plakat und so weiter wurden großteils hineinfusioniert. Mittlerweile ist die Media-Analyse, von der wir hier durchaus einige Daten sehen werden, die ist Ende März erschienen, eine reine Printmedienanalyse mit ein bisschen online dabei und ein bisschen Infos geben. Mehr ist es nicht mehr. Für Fernsehen macht nach wie vor der Teletest die Daten. Das ist weniger aufregend. Vom Radiotest haben Sie in den letzten Tagen wahrscheinlich mehr gehört als davor in 10 Jahren zusammen. Ja, das ist eine andere Geschichte, aber zu der kommen wir heute noch. Darin liegt nämlich auch der Grund, offiziell,
warum Media Server keine Präsentation im April gemacht hat. Wir haben sie gestern nochmal angerufen, ja, wir haben die Daten längst fusioniert, aber wir haben jetzt natürlich die falschen Radiodaten für die Fusion. Das heißt, wir müssen jetzt alles korrigieren. Die Kunde höre ich wohl. Mir fehlt auch nicht ganz der Glaube. Es hat aber auch ein wenig mit ganz, ganz starken Interessenskonflikten im Hintergrund zu tun. Und das aufgrund jener Daten, die wir vom Media Server schon wissen. Und dahin werden wir gleich kommen. Am Anfang möchte ich aber, ich gebe aufs Hochfach, du schaust jetzt schon besorgt. Allerhöchstens 1,5 Stunden werden. Und sie fürchten sich vor den 50 Folien, die ich hier davor geschickt habe. Also jage ich sie in einem Eiltempo durch die ersten 10. Was wir uns unbedingt anschauen sollten, ist eine Verknüpfung von politischen, gesellschaftlichen, medialen Rahmenbedingungen, die insbesondere in den letzten 1,5 Jahren sichtbar geworden sind. Einerseits für Medien, andererseits für jeden, der in irgendeiner Weise im öffentlichen Raum tätig ist. Stichwort Flüchtlingsfrage, Flüchtlingskrise, wie immer man es nennen will, Stichwort Asylfrage. Und deshalb zeige ich Ihnen jetzt am Anfang nochmals die jüngsten Daten des Eurobarometers. Das ist eine alle 6 Monate von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebene repräsentative Umfrage, mittlerweile in 28 EU-Staaten. Jeder Staat repräsentativ. Wird seit 1972 gemacht. Das heißt, eine der wenigen Umfragen, die wirklich lange Zeit rein machen können. Achten Sie jetzt bitte nicht und haben Sie nicht meine beschränkte Infografikkünste. Interessant für Sie sind jeweils nur die gepunkteten Linien. Die rot gepunktete Linie bedeutet, ich vertraue eher. Und die blau gepunktete Linie bedeutet auch, ich vertraue eher. Nur blau ist die EU und rot ist Österreich. Und was Sie hier erleben, ist ein enormer Abfall innerhalb von wenigen Monaten der Vertrauenswerte in alles und jedes. Sie haben hier das EU-Parlament, Sie sehen, die Werte stürzen in den Keller. 35% in Österreich, 38% im Schnitt der EU-Staaten. EU-Kommission 34, 35. Das heißt, rund ein Drittel gerade noch hat eher Vertrauen zur Kommission, zum Parlament. Die nationalen Parlamente, in diesem Fall das österreichische, naja, im Vergleich zu den EU-Staaten stehen wir ja auch ganz gut da. Würden wir ja gar nicht glauben, denn dort liegt das Vertrauen im Schnitt mittlerweile nur noch bei 28%. Da sind wir mit 39 gar nicht so schlecht. Und die österreichische Bundesregierung, 33%. Eigentlich ein Wahnsinn, wenn nur noch ein Drittel der Bundesregierung wirklich vertraut, aber im EU-Schnitt noch relativ gut. Ich glaube, das muss man mal voranstellen, weil wir neigen auch aufgrund der ersten Wahlrunde zur Bundespräsidentschaft, glaube ich, jetzt schon wieder im Übermaß dazu, das, was wir über das Ausland zurückgespielt bekommen, als bare Münze zu nehmen und wieder hinauszuspielen. Wenn Sie sich anschauen, welche Entwicklungen es speziell in der Schweiz in jüngster Zeit gibt, auch in der Asylfrage, dann darf schon die Frage gestellt werden, und wieso haut der Spiegel dann so auf Österreich ein? Das ist ein bisschen ein Ping-Pong-Spiel und Sie sehen, wir sind im europaweiten Vergleich nicht schlechter, wir sind eher sogar noch etwas über der Normalität. Das muss man vorausschicken. Und jetzt etwas, was wir über Jahre stolz sagen konnten, als Medienbeobachter, als Medienmacher, dass das Vertrauen in die Medien noch weit über dem Vertrauen in öffentliche Institutionen liegt. Das ist immer noch so, aber es ist in Österreich gegenüber den Daten von 2014 im Herbst 2015 um jeweils 6 Prozentpunkte eingebrochen. Das heißt, die Presse in Österreich erstmals seit vielen, vielen Jahren, seit 12, 13 Jahren, mit einem negativen Vertrauenssaldo. 47%, immer noch deutlich über der EU. Radio, immer noch sehr hoch, 60% vertrauen eher dem Radio. Aber das war auch schon bei 77 und das ist noch gar nicht so lange her. Fernsehen, immer noch nahezu 60%, ist aber auch noch bessere Zeiten gewöhnt. Und letztlich Internet, ja auch das ist gesunken. 35%. Und wenn wir dann noch unten die vor 2 Jahren erstmals ermittelten sozialen Netzwerke nehmen, dann ist das Vertrauen in die sozialen Netzwerke auch noch mehr gesunken. Ich habe Ihnen jetzt nicht mehr andere Werte herausgekitzelt, weil es zu kurzfristig war und die Anforderungen für den Vortrag sich ja relativ kurzfristig geändert haben in den vergangenen Tagen. Der höchste Vertrauenswert, den öffentliche Institutionen überhaupt bekommen, ist
im lokalen und regionalen Bereich. Und wenn Sie daraus eine Verknüpfung herstellen zu den Medien, ich habe gerade mit dem Landesdirektor gesprochen, Entschuldigung, ja, dann sind diese Fernsehwerte, die sinken oder sonst irgendwas, natürlich auch bedingt zu sehen. Die Frage wird ganz allgemein gestellt. Fernsehen, da ist alles dabei. Da ist vom nachmittäglichen Sozialporno auf Privatfernsehen oder sonst irgendetwas bis zur Arte alles drunter. So wird gefragt. Für Bundesland heute, das stellen Sie ja fest, wo die Vertrauenswerte weiterhin wachsen, ist dieser Trend nahezu vorgezeichnet, dass alles, was Sie im Lokalen und im Regionalen tun, auch im Medienbereich, wenn es das Vertrauen nicht wirklich mutwillig enttäuscht, weiterhin an Vertrauen eher gewinnen wird. Ich sage das mal vorab, weil sich darin alle Entwicklungen im Medienbereich der vergangenen Jahre auch widerspiegeln. Die einzigen Neugründungen, die wir haben, insbesondere im Printmedienbereich, haben alle mit Land, Lust, mit Servus in Stadt und Land, das wir zugehends weitergeben. Das ist nicht betroffen von der Einstellung von Servus TV zu tun. Das heißt, eine überschaubare Umgebung. Diese berühmten 95% der Menschen verbringen 95% ihrer Zeit in einem Umkreis von 25 Kilometern. Da kenne ich mich aus, da bin ich daheim, da fühle ich mich sicher. Und da weiß ich vor allem, Moment mal, wenn Sie schreiben, das Fahrrad war grün, das da umgefallen ist, und der Reissack da war rot und der Reissack da war blau und das Fahrrad war schwarz, dann sind Sie kein guter Journalist und Ihr Medium ist nicht vertrauenswürdig. Das sollte man mal ganz ehrlich auch zur Ehrenrettung des Lokaljournalismus und Regionaljournalismus insgesamt sagen. Er steht eigentlich unter wesentlich größerem Beobachtungsdruck als alles, was wir über große Politik international machen. Ich kann Ihnen hier über Herrn Obama sehr viel erzählen, mir wird überhaupt nichts passieren. Wenn ich Ihnen jetzt etwas über Herrn Nagel erzähle oder über Herrn Schickhofer, dann schaut es schon etwas anders aus. Das möchte ich unbedingt voraussetzen. Und jetzt zeige ich Ihnen die ersten Zahlen, die praktisch als Vorab-Nachricht aus dem Media-Server gekommen sind. Der Media-Server fusioniert alle bekannten Marktstudien und hat noch zusätzlich noch 15.000 Befragungen gemacht, um das alles wirklich in eine gemeinsame Aussage zu bekommen. Was kam da im November, leider Gottes genau einen Tag bevor ich hier war, nämlich mittags davor? Oh, Entschuldigung, das sind noch die deutschen Daten, damit Sie Vergleichswerte haben. In Deutschland wird das über die Studie Massenkommunikation in Auftrag gegeben von ARD und ZDF seit den 60er Jahren, alle 5 Jahre minutiös ausgewiesen. Sie sehen, wir verbringen nahezu 10 Stunden täglich mit Medien, weitaus die meiste Zeit davon nach wie vor mit dem Fernsehen. Das waren 2015 208 Minuten noch in Deutschland, dann Radio mit 173 Minuten und Internet steil aufsteigen mit 107 Minuten. Zeitung dagegen in Deutschland nur noch 23 Minuten. Wenn Sie jetzt nur eine große Diskrepanz zum österreichischen Markt entdecken werden, weil nämlich die Fernsehwerte, die Radiowerte, die Internetwerte durchaus ähnlich sind, dann hat das etwas damit zu tun, dass Österreich laut, wie heißt das nochmal, das Reuters Institute for the Study of Journalism an der Universität Oxford in einer Untersuchung von 18 Staaten weltweit drauf gekommen ist, es gibt kein Staat, kein Land, wo die Treue zum Papier, die Treue zum Printmedium so ausgeprägt ist noch wie in Österreich. Sowohl was die zeitliche Nutzung betrifft, als auch was überhaupt die Intensität betrifft. Wir liegen bis zu 20 Prozentpunkte vor Deutschland. Das hat etwas mit unserem hochkonzentrierten Markt zu tun, wo einfach sehr wenige Anbieter, Medienhäuser, sehr wenige Produkte, ich würde mal sagen, in Summe gesehen durchaus professioneller und jetzt einfach vom wirtschaftlichen Hintergrund machen, als das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Also Vielfalt hat auch ihren Nachteil. Wie schaut das in Österreich aus? In Österreich dagegen werden Tageszeitungen im Schnitt noch 36 Minuten gelesen, also 50% höherer Wert als in Deutschland. Aber und deswegen glaube ich, dass bei den Veröffentlichungen des Media-Servers nicht nur der Radiotest ausschlaggebend ist. Das ist für jemanden, der viel Geld in so eine Untersuchung reinsteckt, kein besonders guter Wert, wenn er die Vergleichswerte sieht. Radio, 203 Minuten pro Tag in Österreich, im Schnitt. Jeder 14-Jährige, ab 14-Jährige Österreicher. Fernsehen, mehr als 3 Stunden pro Tag, nach wie vor.
Und auch wenn der Falter schreibt, Fernsehen ist tot, der Großteil davon ist noch klassisches Patschenkino. Klassisches Patschenkino, ich setze mich vor den Fernseher. Bei allem, was wir sagen, bei allem, was wir derzeit an Umbruch erleben, an Mobilisierung des Bewegtbildes, an neuen Angeboten des Bewegtbildes, das heißt, wir werden in kürzester Zeit wahrscheinlich bald alle am Handy auch fernsehen. Noch ist es nicht so. Noch ist es nicht so. Fernsehen ist viel, viel stärker, als es dargestellt wurde von sogenannten All-Media-Studien. Und wenn wir das in Kombination mit den Vertrauenswerten noch nehmen, dann ist auch klar, in welche Art Bewegtbild derzeit vor allem auch inhaltlich gegangen wird. Überlegen Sie sich, wir haben, jetzt mal abgesehen vom Herrn Hofer, der Hofer war der Einzige, der kein YouTube-Video zur Kandidatur gemacht hat. Frau Gries und die anderen Herren, die angetreten sind, Durchschnittsalter über 70 inklusive, haben alle mit einem YouTube-Video kandidiert. Wenn Sie sich aber die Machart dieser YouTube-Videos anschauen, dann sind die eher sehr stark inspiriert von dem, wie man klassische Fernsehspots macht. Warum machen die das? Um eine Folie recht vorwegzunehmen. Jüngste Media-Analyse-Daten, die Generation 70 plus, von der News geschrieben hat, 70 ist das neue 50, was mich am Tag wie heute besonders tröstet, ist zu einem Drittel täglich im Internet. Die über 70-Jährigen. Ich behaupte, dass wir hier eine überdurchschnittlich hohe Zahl von Medienexpertinnen und Medienexperten sitzen haben. Das hätte keiner von uns gedacht. Diese Zahlen überraschen uns immer wieder. Das ist halt das Kleingedruckte der Medienanalyse. Ein Drittel der über 70-Jährigen ist tagtäglich im Internet. Tendenz rasant steigend. Nahezu 600.000 der 3,6 Millionen österreichischen Facebook-Accounts stammen von der Generation 50 plus. Ich bin ein Heavy User. Und nicht nur ich. Die Zahl der Freundschaftsanfragen in der gleichen Generation steigt von Monat zu Monat zu Monat mehr. Das ist die am schnellsten wachsende Gruppe dort. Die Jungen gehen längst nicht mehr rein. Ist ja peinlich. Und jetzt komplementär dazu, und auch da unterscheidet sich Österreich von Deutschland, und ich habe eine Erklärung dazu. Ich habe mit deutschen Kollegen gesprochen, sie konnten mir bisher zumindest nicht widersprechen, obwohl sie das sonst gerne tun. 188 Minuten, genauso lange wie Fernsehen pro Tag schon Internetnutzung in Österreich. Ich kann Ihnen das deshalb erklären, weil erstens in Österreich die technische Reichweite von Internet wesentlich früher vorhanden war, trotz unserer Tallagen in Tirol, in Kärnten und so weiter. Da gab es nämlich hohes Interesse der touristischen Betriebe dran, dass das auch ausgebaut wird. Und es ist natürlich ein kompakter 8,5 Millionen Staat leichter in der Hinsicht hinzukriegen, als es Deutschland war. In Deutschland sind ganz, ganz große Unterschiede jetzt einfach in der technischen Reichweite von Internet schon zwischen Ost und West. Und wir vergessen bei dem dann allzu leicht, und da hacken die deutschen Kollegen ein und sagen, ja, das könnte gut sein, dass wir in den Anfangstagen des Internets, das war vor ziemlich genau 20 Jahren, 1995 ist der Standard ins Netz gegangen, 1996 waren alle Zeitungen drin, 1997 ist ORF auch mit ORF on ins Internet gegangen, da war Österreich in Summe weit vor den Deutschen. Nicht, weil wir so unheimlich innovativ sind, sondern durch eine Panne des Gesetzgebers. Da waren nämlich sämtliche für Privatradiostationen engagierte Teams, ob jetzt Techniker oder Journalisten, arbeitslos, beziehungsweise bekamen Geld für nichts tun, weil der Start von Privatradio über die Höchstrichter verschoben wurde. Und die wurden damals alle in die USA geschickt, schaut euch mal dieses neue Zeug an, Internet. Und dadurch haben wir in den Anfangsjahren, also zweite Hälfte 90er Jahre, einen relativ großen Vorsprung vor Deutschland gehabt. Wir haben ihn nicht genutzt, aber das steht auf einem anderen Papier. Ich glaube, das braucht man als Voraussetzung und ist etwas, was es bisher in Österreich in dieser Form nicht gegeben hat, diese Zeitbudget-Darstellung. Wir kriegen immer von so und so viel Prozent Reichweite, aber es kommt ja ganz stark darauf an, wie schaut es mit Zeitbudget aus. Nur um es zu hinterlegen, ich habe es dir vor vielen Jahren einmal gezeigt, der Axel Springer Konzern, der weltweit als eines der Medienhäuser gilt, das am schnellsten in die Digitalisierung gegangen ist, das diese Transformation am konsequentesten macht, auch mit viel Scherben. Die sind vor circa 10 Jahren hingegangen und haben geschaut, okay, wie werden die Werbebudgets in Deutschland verteilt?
habe geschaut, ah, so und so viel Prozent Fernsehen, so und so viel Prozent Radio, so und so viel Prozent Printmedien, so und so viel Prozent online. Dann haben sie geschaut, okay, wie sind die Reichweiten? Aha, gut. Und wie ist das Zeitbudget? Und dann sind sie drauf gekommen, Print extrem überbewertet vom Zeitbudget, online extrem unterbewertet, Radio kam die D-Mark Schabel, auch wenn es ein relativ großer Markt ist für sie und so weiter, und Fernsehen 1:1 abgebildet. Das war die Grundüberlegung für den Axel Springer Verlag. Wir sind zwar immer noch das größte Tageszeitungshaus Europas, aber wir müssen ins Netz. Mittlerweile haben sie noch 2 Tageszeitungen, haben alles verkauft und machen nur noch digitale Sachen sonst. Wir haben bis auf die Bild und die Welt alles verkauft. Okay, das war die große weite Welt. Wollen Sie noch mehr wissen? Okay. Die ist einfach als Grundvoraussetzung, dass das, was wir Ihnen jetzt zeigen oder was ich Ihnen jetzt zeige, Reichweiten, nur eine Seite der Medaille ist. Wer Online-Studien liest, merkt immer wieder, dass eine Kategorie zum Beispiel sehr vernachlässigt wird von den Beobachtern, auch von denen, die die Werbeetats verwalten. Use Time. Wie lange beschäftige ich mich denn mit einem Angebot? Ich wage mal die Prognose, falls ich in 5 Jahren immer noch eingeladen werde oder in 10 Jahren, dann können Sie sie ja überprüfen. Das wird immer noch wichtiger werden, denn wir werden immer noch weiter wegkommen von reinen quantitativen Angaben, dass quantitative Angaben ausmachen, ob irgendwo welche Werbung geschaltet wird, ob etwas wertvoll ist. Es wird immer mehr um Relevanz gehen. Es wird immer mehr um Tiefe gehen. Wir werden immer noch mehr weg von quantitativen Studien kommen. Wir werden in Fokusgruppen gehen und so weiter und so schauen, Moment mal, wie glaubwürdig ist denn das? Wie lange beschäftigen sich die Leute denn damit? Ja, natürlich gibt es einen Unterschied, ob ich jetzt eine Gratiszeitung schnell mal durchblättere oder ob ich mich eine halbe Stunde oder noch länger mit ihr auseinandersetze im Schnitt. Und diese Unterschiede werden und wurden aus meiner Sicht in der Werbeplanung bisher immer viel zu wenig beachtet. Medienetats werden heute großteils mit computergesteuerten Programmen vergeben. Gehen wir dennoch in den Medienmarkt Steiermark und schauen uns das mal quantitativ an, soweit sich das überhaupt machen lässt. Was Sie hier haben, sind meine beliebten Säulen, mittlerweile 10 hintereinander, von 2006 bis 2015. Was ganz vorne blau ist, lässt sich noch vergleichen. Beim Rest bemerken Sie, dass im Fernsehen, Radio, nicht mehr bei der Media-Analyse dabei sind, also kann ich keine vergleichbaren Daten machen. Aber Sie haben eine ungefähre Dimension, welche Reichweiten Sie haben. Da wurde nicht viel eingebüßt. Das ist ein langsames Erodieren. Sie sehen das. Die Woche erreicht nahezu 55% aller Steirerinnen und Steirer über 14 Jahre. Einfache Kontaktzahlen. Die kleine Zeitung, auch mehr als 50%. Wobei man sagen muss, die kleine Zeitung ist in ihren Verbreitungsgebieten Steiermark und Kärnten österreichweit die letzte Zeitung überhaupt, die in einem Bundesland die absolute Mehrheit erreicht. Das war vor einigen Jahren noch ganz normal, dass die großen Bundesländerzeitungen oder die Krone, je nachdem, was in einem Bundesland stärker ist, über 50% hinauskommt. Sie haben in Vorarlberg Werte über 70% gehabt, in Tirol über 60%. Mittlerweile schafft das nur noch die kleine Zeitung in ganz Österreich, schafft keine Zeitung in einem anderen Bundesland. Und sie schafft es relativ souverän, nämlich auch mit großem Abstand mittlerweile von den Mitbewerbern. Krone-Zeitung, Sie sehen, wie das langsam Jahr für Jahr weniger wurde, noch bei etwas mehr als 35%. Wir haben keine echten Vergleichsdaten. ORF2, wenn man denn überhaupt Fernsehkonsum mit Zeitungskonsum vergleichen will, hat in etwa die gleiche Kontaktzahl. Ö3, auch ungefähr auf dem Niveau. Radio Steiermark des ORF. Auf dem Niveau. ORF1 deutlich abfallend. Deutlich abfallend, das hat sich ergeben seit der ORF-Reform unter Gerhard Zeiler, also vor nahezu 20 Jahren, oder sind es 20 Jahre jetzt schon, und zwar dadurch, dass ORF1 ganz, ganz bewusst gegenprogrammiert wurde zu den deutschen Privatfernsehangeboten. Da hat sich plötzlich umgekehrt. Früher war ORF1 das reichweitenstärkere und marktanteilstärkere Programm. Jetzt ist es in ORF2 gegangen. Was natürlich, wenn ich jetzt böse bin, ich höre, Herr Gerhard Zeiler will ja vor allem SPÖ, Bundesparteiobmann werden, aber dann sollte man vielleicht jetzt nicht Kritik üben, aber an seiner
Aber um es mal so zu sagen, man darf schon auch hinterfragen, oder, ob diese Reform so gestimmt hat. Denn offensichtlich haben die Österreicher einen wesentlich stärkeren Hang zu österreichischen, zu Heimatprogrammen als zu allen amerikanischen Blockbuster-Serien oder sonst irgendetwas. Selbst der Sport reißt ORF 1 nicht raus. Und der Sport ist natürlich auf ORF 1 angesiedelt. Alles, was danach kommt, riesiger Abstand. Nehmen wir mal die Tageszeitung im Vergleich. Im Grunde genommen stabile Verhältnisse. Die Verhältnisse in der Steiermark haben sich nicht so verändert, dass man von signifikanten Veränderungen sprechen darf. Falls Sie sich an letztes Jahr erinnern, 2014 gab es ja wieder eine Umstellung in der Methode der Mediaanalyse. Da hat sie gesagt, man darf sie mit früheren nicht vergleichen. Das heißt also, früher waren es keine Leser, jetzt sind es Leser. Also das ist dann immer etwas schwierig. Aber die darf man jetzt vergleichen. Die Veränderungen sind zu klein, sind jeweils innerhalb der Schwankungsbreiten, als dass wir wirklich von Gewinnen und Verlusten reden können. Klar ist, dass die kleine Zeitung deutlich vor dem Standard liegt, vor der Kronenzeitung liegt und dann kommt einfach lang nichts. So schaut das vereinfacht aus. Das ist immer wieder, ja? Das ist immer wieder erstaunlich heute, ja, dass das genannt wird. Wir haben ja letztlich mit einer Marktforschung zu tun, die einfach fragt. Und die kommt immer wieder. Moment mal, heute in der Steiermark? Nach wie vor. Nach wie vor, ich weiß nicht, ob das mit Pendlern zu tun oder sonst irgendwas. Ist mir seit vielen Jahren so, immer wieder dabei. Ja? Sie erkennen das schon, welche Unschärfen Marktforschung wir noch haben können. Wenn Sie nur ein paar Befragte plötzlich nicht mehr in der Gemeinde haben, sondern in einer Nachbargemeinde, dann kann sich so ein Ergebnis für ein Blatt unheimlich verschieben. Denn heute ist einfach nicht logisch zu erklären. Auch bei den Sonntagszeitungen schaut es ähnlich aus. Es hat wieder eine Annäherung gegeben, ja, kann man sagen. Aber das sind letztlich keine wirklichen Ausschläge. Das sind die Zeitungsständer. Naja, die Zeit, natürlich sind das die Zeitungsständer. Also natürlich also schüttelt jeder Deutsche den Kopf. Und in Deutschland ist das Aufstellen am Sonntag erste Sache der Kommune, ob sie dürfen oder nicht. Und dann müssen sie es in versperrbaren Metallkübeln machen. In Deutschland dürfen sie ungestraft Klaubeutel dazu sagen. Das hat mein ehemaliger CEO durchgesetzt, da war mal bei Springer, dass man Klaubeutel auch sagen darf. Die verstehen das nicht. Hierzulande ist es ein offenes Geheimnis, dass es ein erwünschtes Geschäftsmodell ist. Die Media bringt die Krone, weiß ganz genauso wie bei der Stüge, dass da außer Knöpfen, Cent oder sonst irgendetwas wenig anderes drin landet. Also, das, was da wirklich bezahlt wird, liegt unter einem Zehntel. Aber die Verbreitung ist natürlich da, es stärkt die Reichweite an den Tag, zusätzlich zur Hauszustellung und zu dem, was wirklich gekauft wird, ist ja relativ wenig. Und genau das ist das, was die Werbekunden wollen. Es gibt ja auch immer häufiger Modelle in anderen Bundesländern, wo es noch nicht so lange Sonntagszeiten gibt, dass man zum Beispiel den gesamten Inseratenmarkt aus dem Samstag gratis nochmal in den Sonntag reintut, ohne dem Interessenten was zu berechnen, um wirklich die Reichweite zu garantieren. Das ist letztlich das Geheimnis dahinter. Längst vorbei die Zeit, ich kann mich erinnern, in den 70er Jahren, da gab es durchaus noch Fotos in den Zeitungen, dass man fotografiert wird beim Zeitungsmops. So du. Das hat man schnell aufgehört, als man draufgekommen ist, dass das eigentlich die große Stärke ist. Die Magazine. Das ist jetzt durchaus interessanter. Es nehmen zwar relativ wenig Magazine an der Mediaanalyse teil, vor allem viele Deutsche nicht. Also es gibt zuhauf deutsche Magazine, ob das jetzt der Spiegel, der Stern ist, ob das die Bunte ist, ob das viele Frauenzeitschriften sind, die sagen, ich brauche mich doch nicht extra mit viel Geld an einer Marktforschung zu beteiligen, ich verkaufe das Zeug ja sowieso. Das ist der Medienkolonialismus, aber sie haben natürlich vom betriebswirtschaftlichen Sinne recht. Also da gäbe es doch noch einige Einspeckelungen. Und hier haben sie natürlich eine bunte Mischung. Autotouring ist eine Clubzeitschrift, die gratis zugestellt wird. Red Bull Tennis ist eine Zeitungsbeilage. Weekend eine Gratiszeitung, die alle 14 Tage erscheint. Servus in Stadt und Land, allerdings müssen sie kaufen. Und da sehen sie auch die Bestätigung dieser Theorie, obwohl das ja von der Grundidee der deutschen Landlust nachempfunden wurde, wie eine Rakete in die Höhe geschossen. Und da wird etwas anderes spannend. Das Red Bull Media House hat erstmals seine Magazine gesamt, so unterschiedlich sie sein mögen. Denn zwischen Servus in Stadt und Land und dem Red Bull Turn liegen
ja, mehr als Welten, Galaxien würde ich sagen, die erreichen insgesamt schon 1,7 Millionen Leser. Und das ist dieses Jahr noch nicht mitgerechnet Bergwelten, auch ein starkes Magazin mittlerweile, das wird nächstes Jahr noch mit eingerechnet. Das heißt, ich versuche jetzt zu interpretieren, Servus im Speziellen und Red Bull im Allgemeinen sind ja nicht besonders auskunftsfreudig, sagen wir mal so. Sie gelten zwar als hervorragende Marketer, aber kommunizieren tun sie nicht gerne in der Kommunikationsbranche. Aber das wurde vor einem Monat bekannt, dass die erstmals gemeinsam ausgewiesen sind. Das wird ausgerechnet zu einem Zeitpunkt bekannt, wo man weiß, dass der News Verlag, der größte Magazinverlag Österreichs, um sein Überleben kämpft. Und zwar intensiv um sein Überleben kämpft. In dem Moment macht der mittlerweile wahrscheinlich schon zweitgrößte Magazinverlag, denn ich glaube nicht, dass die Styria Multimedia mit ihrer Magazintochter noch so groß ist, denn die hat das Portfolio auch sortiert. Offenbar eine ganz eindeutige Kampferklärung, nennen wir es mal nicht Kriegserklärung. 1,7 Millionen Leser sind nicht wenig. Sehen Sie hier, sehen Sie zum Beispiel an einem Magazin, am namensgebenden Magazin, der News-Magazin-Gruppe, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren. Das ist eine Halbierung gewesen. Ja, hier hätte ich Ihnen gerne, das sind auch die aktuellen Daten, ich habe das vor drei Wochen noch in der Steiermark jemand präsentiert, ich dachte, ich zeige es Ihnen mal einfach so. Das ist, ja, das ist die offizielle URL-Grafik noch. Die habe ich immer genommen, das ist bald so unbeständig, oder? Aber das sind die alten Daten, bitte vergessen Sie es, wir wissen nicht genau, und ich komme am Ende der Präsentation intensiv und im Detail drauf. Wir wissen nicht genau, wie weit zurückreichend die Manipulation des Radiotests ist und wir wissen auch nicht, in welche Richtung sie genau geht. Das ist nicht so eindeutig, wie es derzeit von manchen dargestellt wird. Ich zeige das auch und es gibt dazu unterschiedliche, divergierte Aussendungen der Privatradiovermarkter und des ORFs und beide haben aus für sich im Grunde genommen rätseln und alle, wie konnte sowas passieren. Es ist wahrscheinlich der Mega-GAU für die gesamte Branche. Müssen sich überlegen, der Radiomarkt, Werbebranche sind ja ungefähr, da geht es um 100 Millionen Euro pro Jahr. Dann können Sie sich genau ausrechnen, wie viel ein Prozentpunkt bedeutet. Da geht es wirklich um viele, viele Millionen und da wird jetzt natürlich einfach gestritten. Der neue Chef seit wenigen Tagen des Privatradioverbandes, aber auch privat, ne? Nicht mehr. Verband Österreich. Nur Radio? Sender. Privatsender. Ist der ehemalige Justiziar der Kronenzeitung, jemand, der ein Standardwerk über Radiorecht geschrieben hat, Herr Svoboda, und mittlerweile seit Jahren erfolgreicher Geschäftsführer von Krone Hit. Sie können sich vorstellen, wie es da noch zur Sache geht. Die ersten Forderungen von ihm gingen ja, dass es für nicht um 20 Millionen geht. Ebenso wütend und barsch zurückgewiesen vom ORF. Also das ist eine andere Geschichte, zu der kommen wir heute noch. Was machen die Steirerinnen und Steirer im Netz? Naja, sie sind mittlerweile zu 2/3 täglich im Netz, täglich im Internet. 67% der über 14-Jährigen. Nicht überraschend, der Großteil E-Mail ist der Nutzungszweck in den letzten 4 Wochen. Aber mit einem rasant steigenden Wert, wo ist das jetzt, soziale Netzwerke, sie sind da bald schon bei 50%, die soziale Netzwerke nutzen. Immer noch steigende Werte für aktuelle Nachrichten, News. Ebenso noch Zugriff auf Zeitungsinhalte. Bei den aktuellen Nachrichten sind da eher die Printgeschichten gemeint? Nein, das sind eher da. Das Problem daran ist, in der jeweiligen Vorjahresvergleichbarkeit, dass es von Jahr zu Jahr mehr Kategorien gibt und manche Kategorien auch aufgelassen werden. Das heißt, ursprünglich wurde da zum Beispiel nur aktuelle News abgefragt. Dann haben die von den Zeitungen gemeint, beim Verlag gesagt, na, jetzt wollen wir aber schon wissen, wie es mit unseren ausschaut. Dann hat man die rausgekitzelt. Früher hat man zum Beispiel gehabt, okay, chatten und so weiter in Foren, dann hat man die sozialen Netzwerke rausgekitzelt. Das heißt, es ist nicht ganz plausibel, es kommt jedes Jahr eine neue Kategorie dazu und eine andere fällt weg, was Langzeitreihen problematisch macht.
Interessant ist nur, dass der Informationskonsum im Internet weiterhin steigt. Das ist nicht nur die Unterhaltungsmaschine. Das entspricht wiederum allen Zahlen, die wir aus den USA bekommen. Ich habe es im Herbst hier gezeigt. Die Amerikaner sagen, das wird das neue Informationsmedium. Die Amerikaner sagen, naja, wir müssen schon aufpassen. Die Hauptkonkurrenz für die jetzt starken, eben zum Beispiel Lokal- und Regional-TV, ist letztlich Facebook, ist Twitter. Twitter wird bei uns eher noch für Lächeln sorgen. In den USA ist Twitter längst ein regionales und lokales Informationsmedium. Wenn irgendwo was passiert, am schnellsten erfahre ich es über Twitter. Soweit sind wir in Österreich im lokalen und regionalen Bereich noch nicht. Das merken Sie auch jetzt bei den politischen Anwendungen. Was Bundespräsidentschaftswahlkämpfe betrifft, haben Sie sehr, sehr viel gemacht auf YouTube, haben sehr viel gemacht auf Facebook natürlich, ein bisschen was auf Instagram, manche. Twitter haben fast alle, ja, machen wir halt, aber das wurde eher so ein bisschen mitgenommen als Imagefaktor, nicht wirklich gut bedient. Kommt aber. Eine Frage ist, bei Videoclips ansehen, Video on Demand eingegliedert, also Netflix und Maxdome, Amazon Prime? Puh, müsst ihr mir anschauen, aber sie überschätzen und überschätzen die Media-Analyse. Also die hat zum Beispiel erst vor zwei Jahren begonnen, soziale Netzwerke überhaupt abzufragen. Sie haben auch erst vor zwei Jahren begonnen, Videoclips ansehen, überhaupt aufzunehmen. Das war davor offenbar kein Thema. Aber würde eben zum Beispiel seine Bild nachsehen eher unter aktuellen Nachrichten oder eher unter Videoclips? Naja, du nennst eine der großen Schwächen der Marktforschung. Okay, ich glaube, dass das Publikum komplett überfordert ist mit dieser Fragestellung. Okay. Wenn ich gefragt wäre, ne, seit dem Bild geschaut, ich glaube, dass dann einer nicht berücksichtigt, wenn er zum Beispiel auf der TV-Theke nachgeschaut hat, dann mein Handy. Ich glaube, dass zum Beispiel die klassischen ORF-Werte also deutlich höher werden noch, wenn das alles wirklich mit drin wäre. Ja, aber es hat einfach mit der Differenzierung zu tun. Ja, eben, bist nicht in der Lage. Aber ich glaube, dass das dann eher als Computernutzung vom Publikum gesehen wird, als Fernsehen. Wir haben so unser Kasteldenken. So gesehen wäre ich sehr dafür, wenn die Media-Server-Daten wirklich kämen und wenn sie so kämen, dass wir Markenreichweiten haben. Das ist eigentlich vollkommen wurscht ist, ob das jetzt Papier ist von einer kleinen Zeitung, ob das Streaming ist, ob das Online-Auftritt ist oder sonst was, ob das beim ORF jetzt in der Nachlese steht, ob das der Teletext ist oder nicht und so weiter. Ich glaube, wir müssen in Markenreichweiten kommen. Würde ja auch am ehesten den Bestrebungen in allen Häusern entsprechen. Wir sind ja auch längst weg davon, möglichst viele Marken zu schaffen. Wir sind ja längst dabei, dass man sich unter eine große Dachmarke stellt und versucht, die, wenn nur irgendwie möglich, fortzusetzen. Ich wage mal die Behauptung, dass man in Kärnten würde die kleine Zeitung, hätte sie von Anfang an den Einfluss gehabt, beziehungsweise die Stöger, die würde das Radio nie mehr Antenne nennen. Sie würden 100% die kleine Radio nennen. Aber damals war man halt überhaupt anders unterwegs, man hat für alles einen neuen Namen gesucht. Wissen Sie zufällig, ob man den WhatsApp-Dienst dazu zählt? Ist das eher für das Chatten oder gehört es auch zu den sozialen Medien? Weil so viel mehr hat der WhatsApp-Dienst ja wie SMS. Wie gesagt, ich glaube, Sie überschätzen die Abfrage. Nicht nur die Abfrage, sondern auch die Frage. Sie haben hier also in hohem Maße Spezialistinnen und Spezialisten sitzen. Da braucht es erst einmal 23 Sitzungen, um zu beschließen, ob das Ganze, was wir da haben, unter Umständen in der Realität wirklich stattfindet. Und bis dahin ist es schon weg. Also ich könnte mir vorstellen, dass man sich irgendwann mal überlegt, hat Second Life dann doch aufzunehmen. Und als man sich wahrscheinlich sich geeinigt hätte, darauf Second Life aufzunehmen, hat Second Life nicht mehr gegeben. Oder StudiVZ. Deswegen wird es ihm so bewusst breit gehalten, ähnlich wie die Abform bei Vertrauen, oder? Ist ja eigentlich verrückt zu fragen, vertrauen Sie Fernsehen, vertrauen Sie Zeitung. Ist ja viel zu breit. Es ist eine Krücke. Warum muss ich Vertrauen nicht sagen? Ja. Das ist ja auch nicht richtig. Ich habe hier jetzt noch rausgekitzelt, die Zahlen sind auch ganz neu, die stammen aus der österreichischen Webanalyse. Und das ist Steiermark. Das hier ist jeweils um 1000. Das heißt, das am meisten genutzte digitale Angebot in der Steiermark ist das Dachangebot der Styria. Das heißt, wo die Styria alle ihre Marken, das reicht mit dem Flaggschiff Kleine Zeitung, da ist aber jetzt auch dabei Wilhelm, da ist dabei Presse, da ist dabei Fuche, aber es sind eben auch nicht journalistische Angebote dabei. Dahinter der ORF und
dann sehen Sie auch, wie stark zum Beispiel Willhaben als Einzelangebot ist. DA heißt immer Dachangebot, EA Einzelangebot. Das ist jetzt einfach gemischt. Das heißt jetzt im Digital-Dachangebot, die 505, ist Willhaben inkludiert? Ja, da ist inkludiert, ja. Okay. Mhm. Und das Spannende daran ist natürlich, oder, dass Sie hier diese regionalen Grenzen nicht mehr haben. Wenn Sie sich anschauen, der Standard 234.000 Leser oder die auf die Seite gehen, auf Papier ist ein Zwerg. Aber da kommt er als Konkurrenz, schön fürs Publikum, schön für den Herausgeber, den Chefredakteur. Blöd, dass der Herausgeber in Personalunion Verleger und Eigentümer ist, weil er dadurch nichts verdient. Weil wir einfach kein wirklich erfolgreiches Geschäftsmodell für Information im Internet haben. Das behaupten zwar alle, glauben Sie es Ihnen nicht. So, wie liege ich denn in der Zeit? Super. Super, gell? Ich kann noch schneller reden. Ich habe Ihnen dann noch rausgekriegt, wie schaut denn das gerade bei der Internetnutzung mit den Altersgruppen aus? Und da haben Sie die von mir schon zitierten 31,2% der über 70-Jährigen, die täglich im Internet sind. Das heißt, wir müssen uns nicht nur von diesen komplett überholten Bildern, wie ich sie selber denn ausschauen, diese Bilder, die noch zu oft in Zeitschriften, Zeitungen, aber vor allem auch in Versicherungskatalogen angeboten werden, vollkommen trennen. Die Leute sind anders und die sitzen nicht auf der Parkbank und tun Bänder und Händchen halten. Die sitzen auch bald auf der Parkbank, sie in einem Handy, er in einem Handy und so weiter und chatten sich ab. Ja. Typische Senioren. Über kurz, oder? Das kann sein. Naja, ich habe dir schon mal gesagt, man sollte nicht vergessen, wo ein überraschender Erfolgsfaktor des Tablets oder des iPads liegt. Die haben ja alle nicht damit gerechnet, dass das so viele Senioren nutzen werden. Ich kann ihnen sagen, warum, ich habe 30 gewinnen. Da kann ich die Schrift größer machen. So einfach ist das. Schauen Sie an, wenn Sie durch Redaktionen gehen, Herr Kübeck wird mir bestätigen, je älter desto Tablet, je jünger desto Smartphone, oder? Geht dir nicht mit? Der Christoph Bierer war ganz begeistert. Er hat gesagt, na endlich etwas, wo ich es erkenne. Ja. Aber Sie sehen, bis zu 40-Jährigen, ja, 90%, die täglich drin sind. Und danach fällt es halt langsam ab. Das heißt, wir müssen nur ein bisschen weiterdenken, in 5 Jahren in etwa sind wir bei einer technischen Reichweite, bei einer Generationenreichweite, die ähnlich dem vom Fernsehen, ähnlich dem Alarmgerät ist. Nur, was machen die? Und jetzt kommen wir zu den klassischen Glaubwürdigkeitsproblemen von Reichweitenforschung bzw. der Vermarktung dieser Daten. Die hätten es aufgrund dieser harten Daten aus der Media-Analyse, sind immerhin 15.000 Befragte, und auf die Frage, sind Sie im Internet gewesen, wann und so weiter, davon mag jemand schon noch zu antworten. Sie vermarkten es in der österreichischen Webanalyse, die also nur Internetangebote erfasst, meiner Meinung nach wie vor unglaubwürdig und falsch. Denn was Sie hier sehen, sind Prozentzahlen, auf den ersten Blick Prozentzahlen der über 14-Jährigen, ja schon, aber der über 14-Jährigen Internetnutzer. Und das in einem durchschnittlichen Monat. Das sind die Zahlen, die am meisten vermittelt werden. Erstens, die muss man dann runterrechnen pro Generation, wie viele Internetnutzer habe ich denn da erst? Und das Ganze müsste ich dann von Monat noch auf den Tag zurückführen. Das ist kein österreichisches Problem, das ist in Deutschland ganz genauso. In Österreich können Sie Tageszahlen, zumindest für den nationalen Markt, ausheben aus der Webanalyse. In Deutschland müssen Sie ein Bit-E-Mail schreiben an die AGOV. Die AGOV, die Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung in Deutschland, ist das große Vorbild für die österreichische Webanalyse. Bitte, bitte, könnte ich einmal die Tageszahlen haben? Ja, wofür brauchen Sie sie? Ja, für wissenschaftliche Vergleiche an der Donau-Universität und so weiter. Dann kriegt man sie dann einmal runtergelistet. In Österreich werden die zumindest gezeigt. Aber für die Steiermark könnte ich Ihnen nicht sagen, wie die Tagesnutzung ist. Ich kann sie über ein Tool hier ausrechnen, über das ich viel zahle, aber die werden nicht verbreitet. Wie trügerisch das ist, zeige ich Ihnen in einem ganz banalen Vergleich. Das sind die Tagesreichweiten. Und jetzt sehen Sie auch, warum es für alle, gilt letztlich auch für den ORF natürlich, auch über Fernsehen lässt, über Fernsehspots lässt sich wesentlich mehr Geld verdienen als mit Internetwerbung. Das
gilt für Fernsehanbieter, für Radioanbieter ganz genauso. Erstmals, und das ist durchaus eine Sensation, wie schnell die das geschafft haben, ist die Kronenzeitung online vor dem Standard. Die Krone hat am meisten die Digitalisierung vernachlässigt über viele Jahre, hat unter ihrem neuen Geschäftsführer Riedler ganz enorm zugelegt. Mag sein, dass er sich mit Servus Krone vergaloppiert hat mit diesem Fernsehangebot. Online ist seine Strategie sehr erfolgreich. Die stärksten Zuwächse überhaupt von allen großen Medien im Online-Bereich hat die Krone. 300.000 pro Tag ist nicht wenig. Warum macht sie das so massiv? Einerseits wegen ihres Rückstandes. Sie hatte vor kurzem noch, ja, als ich das das letzte Mal gezeigt habe, waren es ungefähr 230.000 Nutzer pro Tag. Da war das Verhältnis zwischen Online-Nutzern der Krone und Papierlesern der Krone 1:10. Jetzt ist es schon bei 1,77. Warum machen Sie das? Die Krone ist im Schnitt die älteste Zeitung Österreichs, mit dem ältesten Publikum. Das heißt, die braucht am meisten Junges. Beobachter wie ich haben uns lange gedacht, naja, brauchen es eh nicht, weil es komplementär mit heute funktioniert und dann bleibt ja alles in der Familie. Also mit der Gratiszeitung. Da muss man dann schon vorsichtig sein, was man da genau drüber behauptet. Aber offenbar gibt es jetzt massive Bestrebungen von beiden Kronebesitzern. Das heißt also in einer Linie die Deutsche Funke Gruppe und ansonsten die Familie Diechand, auch die Jungen zurückzuholen. Das würde ich nicht unterschätzen. Ich glaube, Stürjer unterschätzt das sowieso in keiner Weise. Es gibt nämlich einen unheimlichen Schuhlöffel dabei und das ist der Sport. Die Krone hat die größte Sportredaktion Österreichs, die dafür gesorgt hat, dass in Österreich das von seiner soziokulturellen Zusammensetzung wahrscheinlich doch südländischer ist, als wir oft wahrhaben wollen. In Österreich würde ansonsten durchaus eine Sporttageszeitung existenzfähig sein, so wie es in Italien, wie es in Frankreich der Fall ist. Da sind diese Tageszeitungen meistens die größten. Also die Gazzetta in Italien und, na, wie heißt nochmal der Veranstalter der Tour de France? Also auch eine Zeitung. L'Equipe, genau, und so weiter, gehören zu den größten überhaupt. Und das schafft in Österreich kein Anbieter, weil die Kronenzeitung oder eine Sportredaktion mit mehr als 50 angestellten Redakteuren hat. Und die kann man sonst eine gesamte Tageszeitung machen. Wenn die wirklich diese PS ins Netz bringen, dann ist zumindest bei den jungen Männern das Andocken. Das ist die deutlichste Entwicklung. Also Sie sehen hier die Krone mit 300.000, das sind Österreich-Werte, hat den Standard jetzt dann doch schon um 20.000 Nutzer pro Tag überholt. Kurier gleich auf mit der kleinen Zeitung. Und jetzt der Vergleich, wenn Sie die meistvermittelten Zahlen nehmen, dann wird die Krone sagen, naja, wir haben jetzt schon 2 Millionen Nutzer. Das wird sie als Zahl vermitteln. Ja, aber das sind Nutzer pro Monat, in der Woche sind es dann schon nur noch 909.000 und pro Tag sind es nur noch 300.000. Und die 300.000 sind dann immer noch erschreckend wenig gegenüber 2,3 Millionen Lesern der Papierzeitung. So, ähnlich schaut es bei der Kleinen aus, obwohl sie ein etwas besseres Verhältnis hat. Die Krone ist jetzt vom Verhältnis 10:1 letztes Jahr auf 7:7:1 schon gekommen. Bei der Kleinen, sie hat sich ein bisschen verbessert, aber nicht so rasant, 6:8:1 mittlerweile. Aber auch die Kleine hat natürlich wesentlich mehr Interesse am Papier nach wie vor, muss aber in der Redaktion, muss also vom Verlag aus dennoch ins Netz gehen, um bloß nicht den Zeitpunkt zu verpassen, wo das klickt. Aber Sie sehen, es ist auch noch ein Verhältnis von fast 1:7. Und warum ist das so schwierig zu handeln? Das sehen wir am deutlichsten beim Standard, der mittlerweile schon ein Verhältnis von 1:4:1 hat. Und im Gegensatz zu den beiden hier, die wirtschaftlich sehr gesund dastehen. Die Krone hat sich nämlich auch wirtschaftlich wiederholt, nach schlechten Jahren. Und die Kleine ist nach wie vor, ja, auch die Cash-Cow des Styria-Konzerns. Das muss man leider so sagen. Man muss nur die Bilanzen von Styria und Kleiner Zeitung vergleichen. Wenn man die unterschiedlich sieht, geht es irgendwie nicht aus für die anderen. Weil die Kleine Zeitung macht mehr Gewinn als die Styria insgesamt. Da müssen also ein paar andere Sachen Verlust machen. Standard dagegen ist in einer existenziellen Krise, sagt, ist jetzt überstanden, haben ganz, ganz harte Einschnitte machen müssen in der Redaktion, Abstriche, so wie das halt läuft, mit Personalabbau. Vor der Situation stehen alle. Der eine macht es lauter, der andere macht es weniger laut. Kurier muss 3 Millionen bis Ende 2017 in der Redaktion einsparen.
ja, innerhalb des Hauses in Korea, kann ich nicht zitieren, wer sagt und so weiter, heißt es, okay, schon wieder 30 Leute weniger. Korea hat derzeit noch 300 Leute als redaktionelles Produkt für Online- und Printredaktion. Und der Flurfunk im Korea heißt, naja, okay, ist wieder ein Zehntel weniger. Alle ein, zwei Jahre kommt eine Sparwelle. Das hat natürlich langfristig ja nicht unbedingt positive Auswirkungen auf die Qualität. Weil mit weniger Leuten können sie weniger gutes Programm machen. Auch der ORF kennt den Spardruck zur Genüge, insbesondere in den Landesstudios. Ich kenne jetzt das Schweirische nicht so gut, aber es wird nicht viel anders sein wie in den anderen, oder? Sie haben früher auch mit ganz anderen Stäben produzieren können als jetzt. Und es ist nicht unbedingt qualitätsfördernd. Schauen wir uns die Printmedien mal an. Die Krone hat sich nach 10 Jahren Talfahrt, wir haben die Zahlen angeschaut, wir dürfen die Medienanalysen zwar nicht alle vergleichen, aber dass letztlich alle behauptet haben, es werden Leserinnen und Leser nicht mehr gemessen werden, tue ich das einfach trotzdem. Die waren vor ungefähr 10 Jahren auf 3,1 Millionen Lesern Höchststand. Das Traumziel von Hans Dichern, über 3 Millionen Leser pro Tag in Österreich zu kommen, wurde erreicht. Und hat seine permanente Talfahrt gegeben, dieses Jahr erstmals gestoppt, sogar in Zahlen, auch wenn es nicht signifikant ist, etwas besser als im vergangenen Jahr. Und dazu kommt, in Wien signifikant gestiegen. Und das Gleiche gilt auch für Stiefschwester bzw. Stiefbruder Kurier, die ja in einem Konzern, in der Mediaprint, ja, gefangen sind, muss man eigentlich fast schon sagen. Ansonsten sind die Trends relativ unauffällig, abgesehen davon, dass offenbar sämtliche Gratis-Tagesmedien ein Problem haben. Also heute und Österreich nach einem relativ langen Aufstieg haben erstmals dann doch deutlich Terrain abgegeben. Wir bemerken es auch bei Weekend dann, kommen wir dazu, bei den Magazinen. Wo es nicht zu spüren ist, sie sind Gratis-Wochenbereich. Und jetzt diesmal die Österreich-Landkarte nicht mehr gesagt, also die Gratis-Wochenzeitungen, vor allem die Produkte der RMA, die es in der Steiermark mit Meine Woche auch merken, ansonsten Bezirksblätter in anderen Bundesländern vor allem, die sind auf gleichbleibend hohem Niveau um die 3,5 Millionen Leser in Österreich, jede Woche. Ansonsten bei ein paar Zeitungen, wie zum Beispiel der Tiroler Tageszeitung und den Salzburger Nachrichten, schmerzliche Einbußen, vor allem jeweils im Heimatmarkt, würde ich allerdings, wenn man die Halbjahresanalysen anschaut, eigentlich ja als diese üblichen Zacken, die mitunter passieren, noch sehen. Kleine Zeitung, sehr stabil. Habe ich da noch die Auflagen? Ich habe Ihnen hier die Auflagen noch hingeschrieben, damit Sie eben kontrollieren können, mit wie viel Auflage wird dann welche Reichweite erzielt. Denn Sie haben nach wie vor das Unplausible, wenn ich eins weitergehe, dass zum Beispiel, wenn ich die Reichweite, die durch die Marktforschung erfragt wird, durch die Auflage, die ja über harte Daten eigentlich ausgewiesen werden sollte, naja, da komme ich dann auf beim Standard 4,7 Leser pro Exemplar. Das ist viel, ja. Könnte auch Image sein. Und nicht 4,7 Leser pro Exemplar. Wäre eine Möglichkeit, unter Umständen. Immer schön im Konjunktiv bleiben. Alle Werte, die über 3 hinausgehen, sind relativ mit Vorsicht zu genießen. Man kann davon ausgehen, ein Zeitungsexemplar hat im Schnitt vielleicht noch 3 Leser. Kommt auf den Zeitungstypus an. Wobei der Typus regionale Abo-Zeitung, wie die Deutschen das nennen, kleine Zeitung zum Beispiel, grundsätzlich einen Vorteil hat, was jetzt die Leserzahl betrifft, weil ein Exemplar in Familie und so weiter, hauszugestellt, ganz starke Verbreitung auch im Land und so weiter, eher für mehr Leser, so zu sehen hier. Sie merken das im Abgleich mit den Gratis-Tageszeitungen, da ist ein global plausibler Wert 1,5. Und den sehen Sie auch hier. Heute 1,5, Österreich sogar 1,1. Ja, das ist der gängige Nutzer. Ich habe bis nach 0,9 stehen. Wir kommen dann natürlich auf eine andere Schwäche von Marktforschungen, oder? Sagen wir mal auch Manipulationen, denke ich mir zurück. Es hat ja auch bei den Auflagen, die sogenannte harte Währung, schon Manipulationen gegeben, wenn Sie sich erinnern können. Der News Verlag hat vor vielen Jahren zugeben müssen, dass er über Jahre die Auflagen zahlen.
manipuliert hat. Man könnte auch sagen, ich habe gefälscht manipuliert, klingt ein bisschen schöner noch. Das heißt, und das getrickst wird, wo es noch geht, sobald man legal tricksen kann, in all den Kategorien, nona nicht, machen alle. Das heißt, das hier mögen die Verlage nicht so gern, dass man das so herzeigt, den direkten Vergleich. Ist allerdings für jede und jeden von Ihnen das Einfachste, dividieren Sie die Reichweite durch die Auflage und sehen schon, ob man passt etwas oder passt etwas nicht. Bis zu 3 ist ganz okay. Hier sind alle österreichischen Zeitungen aufgelistet, die an der Media-Analyse teilnehmen, mit einer Ausnahme, da hinten käme noch die neue Vorarlberger Tageszeitung. Die habe ich jetzt als 13. nicht dazu geschrieben. Es gibt darüber hinaus nur noch 2, die nehmen bezeichnenderweise beide weder an der Auflagenkontrolle noch an der Media-Analyse teil, müssen sie auch nicht, weil sie einfach andere Erlösquellen haben. Das eine ist die Wiener Zeitung und das andere ist das Neue Volksblatt der ÖVP Oberösterreich. Das Neue Volksblatt kriegt immer noch pro Jahr um die 800.000 Euro Bundespresseförderung. Die Wiener Zeitung kennt jede und jeder von Ihnen, wenn er unternehmerisch tätig ist, ob GmbH oder AG oder sonst irgendetwas, die Rechnung flattert Ihnen auf den Tisch, weil Ihre Bilanz dort veröffentlicht wird. Alter Kritikpunkt, insbesondere von der Presse, die war da meistens lauter als der Standard, warum regeln wir das nicht wie in Deutschland oder der Schweiz? Dort gibt es eine gewisse Zahl an sogenannten börsenpflichtigen Blättern. Das heißt, in Deutschland können Sie sich, wenn Sie ein GmbH oder AG haben, aussuchen, aus 6 überregionalen Zeitungen, wo Sie Ihre Ergebnisse veröffentlichen und darüber hinaus noch eine schöne zweistellige Zahl an regionalen Zeitungen. Kommt davon, wo Sie an der Börse sind. Allein so eine Verlagerung könnte die gesamte Bundespresseförderung ersparen. Könnte man sich überlegen, ob das Ganze nicht in Qualitätsförderung, in Journalistenausbildung, was weiß ich noch alles gehen könnte. Dann würden Presse und Standard das zum Beispiel nicht brauchen, weil nämlich allein aus diesen Veröffentlichungen im Amtsblatt der Wiener Zeitung wesentlich mehr Geld fließen würde. Sie sehen schon, es gibt schon einige Indizien, dass die Politik nur unter absolutem Zwang von einem Medium lässt. Sie werden das jetzt auch erleben. Wir haben ja am 9. August die Wahl des Generaldirektors des ORF. Ich würde sagen, die Vorzeichen, Sie können jetzt nichts sagen, das ist mir schon klar. ich darf ja frech sein, oder? Hat es Sie gewundert, dass am Wahlabend des 24.04. bei dem Vernehmen nach der zweitmeistgesehenen Ausgabe einer Inzentrumsendung die europäische Einmaligkeit vorgeherrscht hat, dass von den Siegerparteien keiner am Tisch saß? Ich würde sagen, das können Sie durchaus damit in Einklang bringen. Es war durchaus auffällig. Also es war, wenn ich es richtig im Kopf habe, die 800.000, um die 800.000 Zuschauer gehabt hat. Aber Sie haben weder einen FPÖ-Vertreter dort gehabt, noch einen Grünen-Vertreter. Aber Sie hatten Heidi Glück, die ehemalige Beraterin von Wolfgang Schüssel, Joe Kallinger, Berater der SPÖ und ehemaliger Bundesgeschäftsführer der SPÖ. Und darüber hinaus einfach Marktforscher und sonst einfach. Ja. Moment, da habe ich eine Gegentheorie. Dann hätten allerdings bei den früheren Ausgaben eigentlich immer die anderen dort sitzen müssen. Ja. Ist auch nicht schlecht. Schon mal 1-1. Nein, das ist überhaupt nicht gegen Sie. Also, es ist, glaube ich, eben bewusst, in welchen Abhängigkeiten der ORF ist. Ganz einfach, der Stiftungsrat 35 Leute, wo Sie von jeder und jedem wissen, wozu er gehört. Oder vielleicht doch nicht, wenn man die richtigen Verhandlungen im Hintergrund führt. Es gibt ja dann auch noch unabhängige Zentralbetriebsratsvertreter, die man gewinnen kann. Aber ansonsten haben Sie ein rein über Parteien besetztes Aufsichtsgremium. Und wenn Sie sich die Vita der 35 Damen und Herren anschauen, und das sage ich jetzt wirklich ungeschützt, auch wenn Sie alle 35 hier wären, dann verrät die insgesamt erschreckend wenig Kompetenz. Das zeichnet sich nahezu gemeinschaftlich aus. Da drin sitzt kaum jemand, der in seinem Berufsleben zuvor durch besonders hohe Medienkompetenz aufgefallen wäre. Müssen die Klatschen schon klar. Da taugt der Presse Freiheit. Und Geburtstag. Ich habe Ihnen hier nochmal die
Tageszeitungsverhältnis in Österreich aufgezeichnet, weil ich das einfach wesentlich aussagekräftiger finde, als einfach eine Liste zu machen, wie denn die größten sind. Denn gerade in den Bundesländern wird natürlich oft geklagt oder an Universitäten wird zum Beispiel oft diese übergroße Dominanz der Kronenzeitung aufgeklagt. Kommt darauf an, welche Märkte man nimmt. Wir haben letztlich in den regionalen Märkten, in den Bundesländern, ganz ähnliche Verhältnisse, aber wir haben in Österreich zumindest immer Duopole. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, es wurde übrigens von keiner anderen Zeitung vermeldet. Die Vorarlberger haben seit 4.04.2016 eine eigene Krone-Ausgabe. Es ist auch bezeichnend, dass die gesamte Medienberichterstattung in Österreich das nicht gemeldet hat. Bitte mal ignorieren. Dazu. Das heißt, und der Klaus Herrmann, der geschäftsführende Chefredakteur der Kronenzeitung, sagt, Moment, wir sind 60.000 Leute und wir haben den Anspruch, eine österreichische Zeitung zu sein. Das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Kronenzeitung sagt, obwohl das ein Markt ist, von dem der Horst Pilker, der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Stür, gesagt hat, jeder große Medienkonzern in Österreich kann ihn erobern, es ist nur zu teuer. Die Krone macht es, weil sie sagt, wir sind eine österreichische Zeitung. Wenn Sie zur SPÖ sagen in Wien, Ihr Horizont endet derzeit am Mondsee, dann widerspricht Ihnen nicht einmal mehr jemand. Das ist eine andere Herangehensweise. Und ich sage bewusst, dass die beiden Sätze so hintereinander. Man, im Gegensatz zur Krone hat die SPÖ hier nur noch einstellige Prozentwerte. Das ist die Folge von so einer Betrachtung. Um kurz aus der Schule zu plaudern, wenn ich schon Geburtstag habe, haben wir gerade ein relativ langes Gefecht mit Herrn Kardinal auf Twitter geliefert, wo, und das würde, glaube ich, diese Sichtweise Mondsee etwas verdeutlichen, wo er den Brenner verglichen hat. Ich habe da gesagt, Moment einmal, wenn man kein geschichtliches Bewusstsein hat, dann muss ich Ihnen wohl nicht mit Bundeskanzler Kreis gekommen, der mal was mit Lernen Sie Geschichte oder so gesagt hat. Er hat dann Sterzing in Norditalien, so stand das nämlich kürzlich mal im Standard, Sterzing in Norditalien, verglichen mit Chopin. Das war dann das Ende meiner Konversation, das nutzt dann nichts mehr. Aber irgendwie schon eine Bestätigung mit dem Mondsee. Ja, was haben Sie? Sie haben lauter Duopole, das heißt, das, was an Österreich so oft angegriffen wird, dass es eine marktbeherrschende Stellung gäbe, dass er extrem konzentriert sei, der Markt. Ja, stimmt schon, aber es sind wenigstens nicht ein Zeitungskreise, wie Sie sie zuhauf in Deutschland noch finden. In Deutschland ist es nach wie vor ganz normal, dass Sie in einem Kreis, und manche Kreise in Deutschland sind deutlich größer als Österreich als Bundesland, nur eine Zeitung bekommen. Nicht im Kiosk, wie dort die Trafiken heißen, aber es gibt keine andere Zeitung, die zugestellt wird, dass Sie in der Früh haben. Das sind klassische Monopole. Die haben Sie in Österreich nirgendwo mehr. Hermann sagt, er glaubt nicht, dass Sie von Anfang an diese Vertriebsverlässlichkeit haben werden, wie es das Vorarlberger Medienhaus hat, aber Sie arbeiten daran. Das heißt, Sie werden es hinkriegen, weil Sie haben es in allen anderen Bundesländern auch mitbekommen. Und so gesehen verändert sich doch einiges, wenn auch etwas wenig beachtet, weil die anderen ja nicht drüber schreiben. Sonst hier relativ klare Verhältnisse. In Oberösterreich nicht mehr ganz so eng wie zuletzt, aber immer noch überraschend, seit die oberösterreichischen Nachrichten regionalisieren, also das machen, was die kleine Zeitung seit jeher gemacht hat, auch die Tiroler Tageszeitung oder so, für jeden Bezirk oder auch die zusammengefassten Bezirke eine eigene Ausgabe, seitdem holen sie gegenüber der Kronenzeitung auf. Spricht wiederum für die Anfangstheorie, je regionaler, je lokaler du verankert bist als Massenmedium, desto besser die Zukunftsaussichten. Was dazu kommen wird, waren jetzt durchaus Diskussionen beim European Newspaper Congress, unter anderem auch mit Hubert Batterer oder auch Manfred Perterer von den Salzburger Nachrichten. Die Bundeslandzeitungen werden mehr als bisher in den lokalen und regionalen Märkten letztlich auch wirtschaftlich agieren. Wirtschaftlich agieren heißt, was für sie bisher fast zu minder war, okay, das noch als Anzeigenkunde anzusprechen, weil die Inserate zu teuer sind, wird man einfach über diese Regionalisierung versuchen noch zu bekommen. Grundgedanke, Moment einmal, unsere Wirtschaftsberichterstattung, da gibt es 4, 5, 6, 7 große Unternehmen und jede Zeitung macht mittlerweile so Wirtschaftspreise, ich weiß nicht, wie heißt der kleine? Ring. Genau.
Ich habe noch nie einen Chefredakteur getroffen, der nicht überrascht war, was es alles für Firmen gibt. Und wie groß die zum Teil sind. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, dass jedes Medium, wenn es annähernd Relevanz für das Bundesland hat, die ja für das Landesstudio ganz genauso in der Hauptstadt konzentriert ist, eigentlich dort das Gleiche aufführt, was wir umgekehrt den Wienern immer vorwerfen, Wasserkopf. Das heißt, es wird einen ganz starken Trend geben, rauszugehen. Also ich glaube auch, dass es veranstaltungsmäßig sich abzeichnen wird. Dann werden große Veranstaltungen der kleinen war des ORF wahrscheinlich vermehrt in Leoben, Liezen oder Hartberg sein. Und nicht nur in Graz. Einfach auch aus Respekt vor der Region. Um diese Region einfach näher an sich zu binden. Was wir in all den Untersuchungen nicht haben, ist irgendeine Überprüfung dessen, was wir bei den Zeitungen die Leserblattbindung genannt haben. Mittlerweile müssen wir halt einfach sagen, die Nutzermedienbindung. Das wird entscheidend sein. Kommen wir immer wieder zurück zum Vertrauen in die Marke, das man am Anfang gehabt hat. Das wird auch redaktionelle Selbstvermarktungsaufgabe sein, sehr, sehr ungewohnt für Journalisten. Diese redaktionelle Selbstvermarktung, diesen Austausch mit dem Leser zu pflegen, mit dem Seher, mit dem Hörer, das wirklich als Aufgabe mit zu betrachten. Ich glaube, Redaktionen tun sich ganz, ganz schwer, nach wie vor mit altgedienten Journalistinnen und Journalisten ihnen zu vermitteln, Moment einmal, dein Facebook-Auftritt ist nicht der Privatangelegenheit. Du bist der Person öffentlichen Interesses. Das, was du auf Twitter machst, kannst du nicht als Privatperson machen, lieber Armin Wolf. Ja, ich finde den Spruch drunter ganz witzig, oder? Das sind die meinen, das ist nicht vom ORF. Man sollte nie vergessen, wer einen macht oder gemacht hat, bevor man die Macht sich leiht. Das heißt, das wird ganz entscheidend werden. Sie haben aus Amerika das Grundprinzip Be Part of It. Sei Teil des Ganzen. Mach mit. Pflege Augenhöhe. Das wird die große Herausforderung zu sein, das nämlich auch alles hinzukriegen. Sie können gar nicht vorstellen, wie viele Antworten ich heute geschrieben habe. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Sie lachen drüber. Ich könnte natürlich auch einen Facebook-Eintrag machen und schreiben für die unendlich vielen Glückwünsche oder sonst irgendetwas. Super. Aber wenn ich jedem einzeln antworte, bei dem, der mich mit Vornamen noch anschreibt, schreibe ich auch den Vornamen zurück und so weiter. Ich vermittle zumindest, schafft natürlich kein Mensch, auch in aller Gutwilligkeit nicht, als ginge es mir auch um jeden persönlich, der sich da die Mühe genommen hat, mir persönlich und sei es auch nur mit einer Facebook-App zu gratulieren, dann hat das eine andere Wirkung. Jetzt bin ich ein Selbstständiger, aber das gilt natürlich für jede Redakteurin, jeden Redakteur und so mehr. Diese Community, die er hier pflegt, ist erstens eine Lebensversicherung, beruflich gesehen, Muster, Armin Wolf, versuchen Sie nochmal das Moral wegzukriegen. Entschuldige, würde ich das so respektieren. Also ist ganz klar, was er damit macht. Es ist ein Medium im Medium. Und andererseits stützt er natürlich das Medium im Raum. Die Zeit im Bild 2 gehört zu den ganz wenigen Nachrichtenfernsehsendungen Europas, die nach wie vor Reichweitenzuwächse hat. Die war schon bei 450.000 im Schnitt herum, ist jetzt wieder bei fast 600.000. Also, nur wie kriegen Sie das alles noch unter? Selbstvermarktung, recherchieren und so weiter? Ja, vor allem die ganzen auch kriegen. Hier die Wochenmagazine. Die habe ich Ihnen im Gegensatz zu den Wochenzeitungen noch aufgelistet. Einfach um zu sagen, Sie haben den ganz gleichen Trend. Sie sehen bei Weekend eben auch leichte Eindrücke, leichte Rückgänge, aber etwas deutlicher als bei der ganzen Woche. Und jetzt deswegen gemacht, um Ihnen zu zeigen, wie zwiespältig das ist, was wir über die Verlagsgruppe News derzeit hören. Natürlich ist es gelungen, die beiden Flaggschiffe, die Aushängeschilder, es sind insbesondere News, weil es namensgebend ist, aber noch mehr vom Image her das Profil, zu stabilisieren. Die haben jeweils knapp bessere Werte als im vergangenen Jahr. Aber schauen Sie mal bei eMedia. Hoppla, das ist aber umgekehrt. Moment. Nein, nicht eMedia. Bei TV Media, Entschuldigung. Schauen Sie bei Woman, was die beiden, die deutlich mehr Leser letztlich zustande kriegen, verloren haben, übersteigt bei Weitem das, was über Profil und News gewonnen wurde. Das wird unheimlich schwierig. Und keiner möchte, dass da etwas passiert, weil wenn da was passiert, kommt es zu einem Titelausverkauf. Letztlich gehört die Gruppe zu 56% Gruner und Jahr, ist die Magazintochter von Bertelsmann. Und die haben mittlerweile ihre Restrukturierung hinter sich. Das heißt, die haben wieder ein bisschen Zeit, sich um ihre Töchter zu kümmern. Das heißt nicht unbedingt Gutes.
Das heißt, da muss noch wesentlich mehr passieren. Horst Böck hat seine Interviews ja jetzt auch immer damit enden lassen. Er hat gesagt, es ist noch nicht genug. Das haben die Gesellschafter, insbesondere Gruner und Ja, aber auch der Kurier, einen zweistelligen Millionenbetrag nachgeschossen, weil die Gruppe in den vergangenen 2 Jahren große Verluste gemacht hat, aber sie ist noch nicht sicher, dass sie überlebt. Es ist eigenartig, oder? Aber allein wenn wir dann am Kiosk vorbeigehen, das glänzt alles so schön auf Hochglanz. Aber im Grunde genommen sind wir live dabei, wie Österreichs beim weiten größte Magazingruppe über viele Jahre ums pure Überleben kämpft. Weil sich der Markt auch so rasant verändert. Es gibt diesen grundsätzlichen Trend, dass General Interest nicht mehr funktioniert. Bei Magazinen zumindest. Und News ist so breit aufgestellt. News ist wie der Stern in Deutschland. Der hat auch das Problem. Da hat das Profil oder auch der Spiegel in Deutschland schon leichter mit dieser doch wesentlich stärkeren politischen Schlagzeile, die auch den ganzen People-Bereich nicht abdecken müssen, obwohl sie es ein bisschen machen, siehe Spiegel hinten, auch pro Raftel, Profil. Aber am leichtesten haben es ganz, ganz schmal positionierte Zeitschriften. Wenn Sie sich anschauen, was Horst Pirker bzw. sein Sohn in ihrem eigenen kleinen Magazinverlag haben, eine hochspezialisierte Architekturzeitschrift und eine hochspezialisierte Kunstzeitschrift. Das ist es. Selbst Datum, das uns allen so gut gefallen hat, mir zumindest, wurde mittlerweile verkauft. Hat ein Management-Buyout, kann man das nicht nennen, ein Journalisten-Buyout gegeben, im Herbst soll es wieder erscheinen. Spannend finde ich daran, schauen Sie, wie klein der Falter letztlich ist. Und auch da haben Sie wieder den Effekt, was passiert, wenn ich Internet und Social Media wirklich geschickt einsetze. Ich behaupte, Armin Thurnherr hätte noch 100 Jahre schreiben können und im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Mediaprint oder Mediamin zerschlagen werden muss. Es wäre ungefähr bei denen immer geblieben, wahrscheinlich 20.000 Leser weniger noch. Es hat jetzt explodiert, weil der Florian Klenk auf Twitter extrem aktiv ist. Klenk ist nach Wolf einer der erfolgreichsten Twitteraten in Österreich überhaupt. Was hat er damit erreicht? Internationale Aufmerksamkeit. Der war nämlich nicht nur bei den Panama-Papieren dabei, sondern der Spiegel hat jetzt bekannt gegeben, sie haben eine europaweite Kooperation von Investigativjournalisten gegründet und da ist, und das muss ein wilde Watschen fürs Profil sein, der Falter dabei. Ja. Jetzt wissen Sie auch, wieso der Armin Thurnherr plötzlich im neuen Spiegel erklärt, wie schlimm es in Österreich ausschaut. Ja. Ja. Also es entspricht überhaupt nicht der Stellung. Der Falter hat nicht annähernd die Stellung in Österreich wie der Spiegel in Deutschland. Der Spiegel ist nach wie vor Europas größtes Nachrichtenmagazin, Millionen Auflagen und so weiter. Durchaus auch Reformbedarf, ich weiß nicht, wie weit Sie verfolgt haben. Es ist ein internes Spiegel, wie heißt es nochmal, ein Reformpapier bekannt geworden. Das hat dann die Medienpresse in Deutschland erst einmal zerrissen. Aber da steht einmal drin, dass sie ganz, ganz dringend einen Restrukturierungsbedarf haben. Aber ist dennoch das bei weitem größte Magazin in Deutschland. Spannend hat übrigens den Fokus, der ungefähr zur gleichen Zeit, ein paar Monate nach News, ähnlich wie News gegründet wurde, komplett abgehängt. Das geht beim Fokus auch von einer existenziellen Krise. Jetzt gehen wir noch kurz ins Fernsehen und dann bleiben wir uns 15 Sekunden fürs Radio und dann mal sagen, es gibt noch keine neuen Zahlen für den Radiotest, alles gut. Alles gut. Alles gut. Die Zahlen sind jetzt natürlich bestellt, weil ich gewusst habe, dass sie beide in der ersten Reihe sitzen. Der ORF hat sich stabilisiert im Fernsehen. Das ist seit langen Jahren das erste Mal, Sie sehen, bis 2006 hat er selbst diese Infografik veröffentlicht, diese Tabelle. Dann hat er es gelassen, weil natürlich die anderen Programme stärker geworden sind. Ist ja nicht zu verdenken, man muss ja nicht negativ Marketing machen. Aber schauen Sie, 43, 42, 39, 38, 36, da ist er mal kurz gestoppt, 34. Aber es ist gestoppt. Und nach allem, was wir heuer wissen, wir leben nur noch mal auch in einer sehr politisierten Ära gerade, geht es jetzt nicht runter. Es stabilisiert sich. Und das ist für einen öffentlich-rechtlichen Sender auf dem Niveau, puh.
wird es wenig geben. Wenn Sie schauen, in Deutschland ist die ARD, ZDF ist derzeit Marktführer mit 12, irgendwas Prozent. Mit 12, irgendwas Prozent ist im deutschen Markt, der natürlich noch wesentlich segmentierter ist, auch mit nationalen deutschen Informationsangeboten, bist du der Größte. Das ist ja das, was wir immer vergessen, wenn wir sagen, oh, der ORF-Schneider hat damals so viel Prozent gehabt. Ja, klar, wenn der Kuchen immer mehr Stücke bekommt, dann wird für alle alles immer kleiner. Das gilt ja ganz genauso, nicht nur für Servus TV, wir werden es jetzt gleich sehen. Servus TV hatte zuletzt, so hoch gelobt es war, 1,7% Marktanteil. Das erfolgreichste österreichische Privatfernsehen, Puls 4, 3,1%. R9, das ist ein Verbund, wo hier zum Beispiel Kanal 3 aus der Steiermark dazu gehört, von regionalen Fernsehanbietern, ursprünglich den Kabelsendern, die das Ganze jetzt aber auch Satellit machen und auch online, streben ganz, ganz langfristig, sagt der Marcin Kotlowski, 1% an. Sie hoffen, dass sie das mal langfristig erreichen können. Das nähere Ziel wäre 0,5% Marktanteil zu bekommen. Schauen Sie an, ATV2, die gründen das ja nicht aus Y und Toller an, 0,6%. Vergangenes Jahr wurden 4 Sender für Österreich gegründet. Dieses Jahr anscheinend wieder 4. Im September startet Wolfgang Fellner mit OE24.tv. Von Anfang an im Teletest, pumpt Millionen hinein, wird natürlich internetbasiertes Fernsehen, aber all das knabbert. Das heißt, es kann nicht mehr werden. Bei der Statistik fehlen noch Sport Plus und genau. F3. Genau. Die sind auch ungefähr der Servus Puls 4. Genau. Ja. Mhm. Ich habe jetzt nur die genommen, die von der Arbeitsgemeinschaft Teletest im Jahresschnitt immer ausgewiesen werden. Mhm. Was ist denn, es ist eine Illusion anzunehmen, dass man noch wachsen könne. Stillstand ist ein Mordserfolg von einem Jahr aufs andere. Wir erleben im Grunde genommen, ich war früher mal auch als Kulturredakteur tätig, habe relativ viel über Popmusik geschrieben und Rockmusik. Genau das vollzieht sich in der Medienbranche einfach nach. Das, was ich in der Musikbranche vor 20 Jahren schon erlebt habe. Es gibt nicht mehr die großen Superstars und so wird es auch die ganz großen Massenmedien in der Form wahrscheinlich nicht mehr geben, wie wir sie gekannt haben. Die Reichweiten aus den 70er, 80er, 90er Jahren werden unerreichbar bleiben in alle Ewigkeit. Sie haben eine unheimliche Zersplitterung des Marktes, Peergroups zuhauf und Spezialangebote zuhauf. Wenn Sie heute in eine Trafik hineingehen und schauen, was da an Magazinangebot ist, da gibt es nicht mehr eine Golfzeitschrift. Da gibt es keine Ahnung. Wahrscheinlich von Birdie bis Bogey alles. Ah, da hat es die Alten zu spät genommen. Verzeihung. Sie sehen gerade eine Unzulänglichkeit in meiner PowerPoint-Beherrschung. Inge Fach hat gesagt, das soll man eigentlich weglassen, ist eh jedes Jahr das Gleiche. Okay. Ja, das ist jetzt ein großes Symbol. Das ist ein Zustand. Aber das ist ja auch so. Das sind die meisten Serien jetzt entscheidend. Aber wie das dann heute vor der Zeit ist. Dass der Armin Reiner an zweiter Stelle war, war bisher. Das ist ein Beliebter. Das war bisher immer Kitzbühel oder so ein Ehrenamt. Und wenn wir die Zahlen dieses Jahr heuer anschauen, dann ist 2016 ein gutes Jahr, was die Sachen betrifft. Also allein die Winterereignisse, das war bisher alles, und dazu kommt die wirklich starke Politisierung, 800.000 für ein Zentrum Spezial. Ich meine, okay, war Wahlkampf, aber es geht immer noch mehr in die Höhe. Der Trend, der sich letztes Jahr schon gezeigt hat, Sommergespräche mit Wahnsinnseinschaltziffern, und das, während es wirklich schön war, wenn du draußen sitzen konntest, letztlich, glaube ich, nutzt. Wenn wir erst die Siege dazu nehmen würden, würden wir 600. Das kann man doch nicht. Aber ich verliere schon oft. Also, Sie hören. Es ist noch einiges im Talon. Ja, also wir sind noch nicht bei 90 Minuten, jetzt sollte ich eigentlich noch ziemlich lange über das Fernsehen reden, bevor wir zum Hörfunk kommen, oder? Nein. Wir landen beim Hörfunk. So etwas wie das jetzt, ich weiß nicht, ob Sie die ganze Geschichte kennen, ich erzähle es Ihnen mal einfach aus meiner Sicht und ich habe mich jetzt nicht intensiv damit auseinandergesetzt, sondern ein bisschen
Vor wenigen Tagen ist bekannt geworden, dass die GfK, das ist die Gesellschaft für Konsumforschung, das ist ein Marktforschungskonzern internationaler, unheimlich renommiert, die Arbeitsgemeinschaft Radiotest oder den Verein Radiotest, ich weiß dann, ist Arbeitsgemeinschaft Verein wahrscheinlich bald, informiert hat, dass über Jahre falsche Daten bekannt gegeben wurden. Wenige Tage später ist der Geschäftsführer der österreichischen GfK zurückgetreten. Es wird Sie nicht überraschen, dass dazu geschrieben wurde, dass es in keinerlei Zusammenhang damit steht. Das Problem daran ist, dadurch wissen wir jetzt natürlich noch weniger, warum, was ist da wirklich passiert. Was wir mittlerweile wissen ist, naja, wir haben für 2015 schon Auswertungen und das wurde bekannt gegeben und das ist angeblich, obwohl diese Daten noch nicht auditiert sind, wie das so schön heißt. Das muss noch nicht letztgültig sein. Darüber gibt es auch durchaus noch Auseinandersetzungen, was da genau passiert ist. Es wird auch noch länger brauchen, weil der Zeitraum über die Manipulationen sich noch gar nicht genau eingrenzen lässt. Ich glaube, man arbeitet Jahr für Jahr ab mit dem Verlauf. Das wäre wahrscheinlich die logische Methode, und zwar rückwärts. Was ist passiert? Ich zeige Ihnen jetzt. Achso, ja, das wäre die Österreich-Karte gewesen. Ja. So hat sie bis vor kurzem ausgeschaut. Das wäre meine Landschaft gewesen, so hat sie bis vor kurzem ausgeschaut. Die beiden Aussendungen, einmal der Rat der RMS, das ist die Vermarktungsgesellschaft der Privatradios und drunter sehen Sie eine Antwort des ORF. Die RMS sagt, im ersten Halbjahr 2015 ist tendenziell stärker zugunsten des ORF ausgewiesen worden, vor allem zugunsten von Ö3, als in der zweiten Hälfte 2015. Die RMS sagt, es habe größere Abweichungen bei der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen gegeben. Wer sich zu wenig mit Radio oder Fernsehen befasst, die 14- bis 49-Jährigen, das ist die sogenannte werberelevante Zielgruppe, was ein Quatschausdruck ist, aber es hat natürlich sehr, sehr viel mit Format zu tun. Wenn Sie ein Popformat haben, das jetzt einfach wirklich heutige Popmusik spielt und so weiter, ja, Ö3 ist dort stark. Wenn Sie jetzt einfach das Landesstudio nehmen, das auch anders nimmt, dann sind die sicher bei den über 35-Jährigen deutlich stärker. Deswegen diese drei Ausweisungen. Es gibt gerade die Ausweisung alle über 10-Jährigen, alle über 35-Jährigen und die Altersgruppe 14 bis 49. Und je nachdem, welche Musik ein Radio spielt, das ist Musik, ist das Entscheidende. Sie werden mir sofort widersprechen, Sie sind da mehr Experte. Kommt es für den Anbieter darauf an, wo bin ich vorne? Das heißt, wenn ich mich auf 35 plus konzentriere, kann es mir eigentlich relativ wurscht sein, wo ich mit 14 bis 49 liege, wenn ich bei 35 plus gut bin. Es geht einfach um Zielgruppenerfassung und das potenziellen Werbekunden schmackhaft zu machen. Dort hat es also die größeren Abweichungen gegeben. Es hat bei den Marktanteilen die größeren Abweichungen gegeben als bei der Ausweichung der Tagesreichweiten. Und es hat drei besonders betroffene Bundesländer gegeben, in abfallender Reihenfolge, Vorarlberg, Steiermark und Burgenland. Vereinfacht ausgedrückt, in Vorarlberg ist die Antenne, das Privatradio dort, das dort dem Medienhaus gehört, also Russ Media, denen gehört alles, in Vorarlberg, abgesehen von der Kronenzeitung, eigentlich schon voraus ist. Uns wurde aber genau umgekehrt dargestellt. In der Steiermark gibt es de facto ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das hat aber wesentlich deutlicher ausgeschaut. Und im Burgenland habe ich mir ehrlich gesagt die Zahlen noch gar nicht genau angeschaut. Die sind nämlich erst vorgestern bekannt gegeben worden. Der ORF hat eigentlich gegen diese Aussendung protestiert, auch wo diese Zahlen, die noch nicht auditiert sind, also es gibt auch noch keine Übereinkunft darüber, und hat vor allem protestiert dagegen, dass der Sprecher oder Chef des Privatsenderverbandes VPÖ, Herr Swoboda, eben Geschäftsführer sonst auch von Krone Hit, schon davon geredet hat, es berechnet mit Schadenersatzforderungen in der Höhe von um die 20, 25 Millionen Euro. Die berechnet er wiederum davon, dass der Werbemarkt für Radio in Österreich um die 100 Millionen Euro pro Jahr beträgt. Und er sagt dann, okay, so und so viel Prozentpunkt Verschiebung sind so und so viel oder würden so und so viel bedeuten. Ich habe mir das jetzt mal in Ruhe angeschaut. Spannend finde ich daran, dass es schon Verschiebungen, wenn das alles so stimmt, gegeben hat in Richtung Ö3, und auch durchaus Benachteiligungen von Anbietern wie der Antenne. Die Krone, Krone Hit ist fast nie betroffen gewesen bei den Marktanteilen. Das war für mich das Auffallendste. So gesehen ist es natürlich taktisch von einem großen Vorteil, dass Swoboda, der ein sehr versierter Medienrechtler ist, jetzt für den Privatsenderverband spricht,
weil er ganz glaubhaft sagen kann, Moment mal, unsere Eigeninteresse bei Krone Hit sind noch die geringsten, weil wir können die ja fast nicht gewinnen. Was dann letztlich auch zu einer Stärkung dieses Verbandes führt, der eigentlich doch eine sehr heterogene Angelegenheit ist, ähnlich wie der Verlegerverband in Österreich. Da gibt es schon sehr divergierende Interessen, die den Verlegerverband und auch den Privatsenderverband immer sehr unterlegen gegenüber dem ORF gemacht hat. Also im Verlegerverband kann sich vorstellen, da sitzt jetzt von mir als ein Oskar Bronner drin mit einem Wolfgang Fellner. Das sind nicht ganz die gleichen Absichten. Vorsichtig ausgedrückt. Oder etwas, was für Sie näher ist, wir hatten vor Jahren ja nur noch auf die Tage gezählt, bis die Moser Holding aus Tirol mit der Styria in Graz oder in der Steiermark und Kärnten funktioniert. Das war ja schon bekannt gegeben. Und dann ist man drauf gekommen, dass die beiden vielleicht doch unterschiedliche Interessen haben und die Hochzeit ist geplatzt. Dann können Sie sich vorstellen, wie lange Entscheidungsfindungen brauchen in solchen Verbänden. So gesehen ist der ORF bei aller Kompliziertheit, wie er konstituiert, ist wesentlich handlungsfähiger in solchen Verhandlungen. Und der ORF führt dann aber auch an Beispiele, wo er benachteiligt wurde. Die gibt es nämlich auch. Wenn Sie vorstellen, Sie haben jetzt 9 Bundesländer, haben dort alle Radioangebote, müssen Sie anschauen, und das sind durchaus auch Beispiele bei ORF-Radios benachteiligt. Das macht das Ganze so unerklärlich. Das ist die perfekte Camouflage. Das muss man sagen. Ja. Da merkt man die Brüste, die es ist vollkommen klar, dass sowohl die Herren von der Styria als auch die Herren vom ORF natürlich jetzt die Interessen ihrer Unternehmen vertreten. Aber ein Loyal. Ich behaupte mal, ich habe jetzt versucht, mit vielen Leuten darüber zu reden, mir hat noch niemand wirklich die Hintergründe des Ganzen erklären können. Es gibt Vermutungen, wirklich nur Vermutungen, dass das einfach passiert ist im vorauseilenden Gefallen, nicht gehorsam, sondern um den doch größten Kunden, das sind natürlich die ORF-Radios, nicht schön zu tun, ja vielleicht eher bei der Stange zu halten oder der ist einem am nächsten, aber ohne Auftrag. Es sei bekannt gewesen, relativ hoch in die Hierarchie hinauf, aber offenbar kein Auftrag. Und da, wie Sie wissen, der Geschäftsführer eben gegangen ist, aber das alles nicht in Zusammenhang damit steht, wird es auch relativ schwierig, das rauszufinden. Der Schaden für die gesamte Branche ist enorm. Ist enorm. Wir haben seit einiger Zeit, ich mache meine Bemerkung hier doch auch schon seit 2008, ohnehin mit einer Krise der Marktforschung im Allgemeinen und mit einer Krise der Medienmarktforschung im Besonderen zu kämpfen. Aber nicht nur der Medienmarktforschung. Erinnern Sie sich an die Umfragen zum ersten Wahlgang der Bundespräsidentschaft? Das haben wir natürlich alle genauso gewusst, diesen Vorsprung, oder? Mhm. Der Herr Bachmeier hat gesagt, er hat irgendwo beim Notar was hingelegt. Aber wir haben den Zettel bisher alle noch nicht gesehen. Also es dürfte auch nicht so eindeutig gewesen sein. Das heißt, die Marktforschung hat ein ganz, ganz großes Imageproblem einerseits. Andererseits wächst der Druck von allen Beteiligten an die Marktforschung. Wir wollen immer noch mehr Feuer haben, immer noch mehr wissen. Also es geht so auseinander. Sie ist nicht mehr in der Lage, die qualitativen Ergebnisse zu liefern, die sie über viele Jahre gebracht hat. Das müssen wir sagen. Wenn wir uns über das lange anschauen, sowohl politische Prognosen als auch Medienmarktforschungen, das hat gestimmt. Ich habe mit mehreren Marktforscherinnen vor allem und Marktforschern gesprochen. Sie sagen, ja, wir haben natürlich einen Riesenbedarf, unsere Methoden alle kritisch zu hinterfragen. Und manche sagen, doch ganz offen, wir wissen noch nicht, wie wir es hinkriegen. Wir haben mit solchen Umbrüchen in der Gesellschaft zu kämpfen. Wir wissen nicht, ob wir das jemals so hinkriegen, dass wir die ehemalige Verlässlichkeit wieder erreichen können. Die Leute verweigern Antworten, aber das ist das Wenigste. Sie lügen wie gedruckt. Genau. Also es hat mir eine, es will nicht genannt werden. Also wirklich hochrangige Marktforscher haben gesagt, schau Peter, das Gleiche, was du bemerkst im Internet, was sich auf Facebook abspielt, diese vollkommene Hemmungslosigkeit im Umgang miteinander. Todes und so. Wir haben ein 1:1 Abbild davon. Es ist schon wahnsinnig schwierig, überhaupt jemanden zu finden, der sich fragen lässt. Und dann hast du sehr, sehr oft Leute noch, die einfach lügen wie gedruckt. Und dann hast du noch sehr viele, die überhaupt nicht kapieren, was sie gefragt werden. Das darfst du gar nicht. Ja, also du kannst die Fragen gar nicht so einfach gestalten. Naja,
Wir neigen dann immer sehr zum Lachen, oder? Aber wir sollten natürlich nicht vergessen, in welchen Spezialwelten wir alle leben. Jeder von uns. Für mich ist das, was Ihnen da gezeigt wird, komplett normal. Wenn ich da mit meinem Sohn drüber rede, fange ich so an. Sag ich, Papa, geh mal Skifahren. Das ist eine ganz andere Welt. Das ist absolute Spezialmaterie. Wir bemerken es ja nur an Auffälligkeiten wie der politischen Wahlforschung, wenn die versagt. Dann bemerken wir es. Und dann fangen wir alle an, ja, mit einem Sample von 500 kann man halt so etwas nicht prognostizieren. Ja, Moment mal, jahrelang haben wir es gemacht. Grundsätzlich muss man sagen, nur damit Sie den Unterschied nochmal ganz klar vor Augen haben. Wir machen wirklich nach wie vor Sample 400 zum Beispiel, Österreich, zuhauf. Prognosen, wie die Bundespräsidentschaftswahl ausgeht. Österreich ist übrigens die einzige Zeitung, die weiter mit dem Quatsch macht. Derzeit steht es Überraschung 50-50. Wissen Sie, was das beste Mittel ist, um dabei, um Inserate zu bekommen? Sie müssen auch immer sagen, es wird ganz knapp, es wird ganz knapp. Wenn es jetzt noch inseriert, dann schafft es. Es wird relativ lang 50-50 sein, behaupte ich jetzt mal. Alle anderen Zeitungen verweigern sich in der Stichwahl. Ich habe also. Das war wirklich Übereinkunft, auch Boulevardzeit verweigern sich. Heute hat bekannt gegeben, auch sie machen nichts mehr. Wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Wie gesagt, mit 400 Befragten haben sie das prognostiziert. Radiotests sind 25.000 Interviews pro Jahr. Media-Analyse sind 15.000. Die Webanalyse wird mit zigtausend Online-Interviews gemacht. Das Ganze wird abgeglichen mit Logfile-Auswertungen und so weiter. Dann ist schon ein ganz anderer technologischer, methodischer Aufwand dahinter. Das heißt, ja, wenn wir das jetzt einfach aufgrund dessen, was mit dem Radiotest passiert, komplett in Frage stellen, machen wir sicher einen Fehler. Aber es wird ganz, ganz schwierig, Vertrauen zurückzugewinnen. Ich habe am Samstag in den Salzburger Nachrichten geschrieben, ich glaube, es wäre am besten, aber es gilt nicht dafür, österreichische Marktforscher, sie würden andocken, gilt auch für die europäische, bei den jeweiligen statistischen Zentralämtern. Und zwar deshalb, Statistik hat mit objektiven Daten zu tun, die messbar sind. Das heißt, da habe ich ein hohes Vertrauen. Also, ja, das sind ja alte Daten, oder? Ja, ja, aber es geht ja nur ums Andocken. Wenn man die Statistik, also meistens sind es öffentliche Behörden, wenn sie Eurostat oder die Statistik auswählen zu bringen, dass die sie hier machen und so weiter, dass du das dann dort machen musst, immer wenn es gesellschaftlich relevante Sachen sind, dann hast du ein anderes Grundvertrauen wieder diesen Daten gegenüber. Vielleicht lassen dich die Leute dann ja auch eher wieder fragen. Ich glaube überhaupt, dass es auch für den Eurobarometer nicht gut ist, dass die Europäische Kommission, von der wir ja sehen, wie wenig Vertrauen sie genießen, das Eurobarometer in Auftrag gibt. Das wäre wesentlich besser, Eurostat würde das tun und auch kontrollieren. Und ich glaube, das könnte eine Möglichkeit sein, wenn die Marktforscher dieses Andocken fast freiwillig suchen. Wie so ein Schutzschirm. Aber wie gesagt, ich vielleicht eine schräge Idee von mir. Vertrauen zurückzugewinnen, das einmal verloren ist, gehört zu den schwierigsten Sachen überhaupt, nicht nur für politische Parteien. Ich kann, um aus der Schule zu planen, die Tiroler Tageszeitung, wo ich nahezu 25 Jahre gearbeitet habe, hat aufgrund dessen, was sie in den 70er Jahren, was dort einige Redakteure geschrieben hat, einen sehr, sehr schlechten Ruf, insbesondere in intellektuellen Kreisen, und die Uni spielt eine sogar ziemliche Rolle gehabt. Galt als pechschwarz, wenn nicht manchmal Drama. Und dafür hat es auch die Belege gegeben. Unser erklärtes Ziel war, wirklich als unabhängige Zeitung wahrgenommen zu werden. Wir haben das sicher auch noch erlebt, also Sportchef und so weiter. Also wir hatten einen Sportchef, der hat als der Lockhart das erste Mal Meister geworden ist, 1970 geschrieben, so eine Nacht hat Innsbruck nicht mehr erlebt, so eine freie Nacht Zeit. Das sage ich Ihnen jetzt nicht, welche Zeit das war. Und zwar eben, wir hatten einen Jahren ein Chefredakteur, der hat Roosevelt Bösartigkeit unterstellt, weil er Kinderleben hatte und solche Dinge. Also, ja. Wir haben halt ab den 80ern konsequent daran gearbeitet, wirklich ein unabhängiges Image zu bekommen, so wie die oberösterreichischen Nachrichten versucht haben, weg von ihrem ÖVP-Image zu bekommen, weil dort der Nationalratsabgeordnete der Gesellschafter war. Alles, was wir abgefragt haben, jedes Jahr, war extreme Zeitverzögerung zu dem, was wir gemacht haben. Wir konnten objektivieren, diese Zeitung ist unabhängig, politisch unabhängig und so weiter. Das, was wir über die Marktforschung bekommen haben, schwarz, blatt, los, ganz etwas. Das zeigt, in welcher Gefahr man da ist. Dass die Leute sagen, kann man nicht glauben. Deswegen, ich glaube, sind alle gut beraten. Und die Mahnung muss man, glaube ich, vor allem an den VPÖ richten, beziehungsweise auch die Medienhäuser, die dahinter stehen.
die Vorarlberger haben das als Top-Meldung des Tages verbreitet. Ein Spezialthema, das im Grunde genommen das Publikum nicht interessiert, aus Eigeninteresse. Das kann sein, dass man das Kind mit dem Bade ausschüttet. Überlegen Sie sich, was damals passiert ist, als die Newsgruppe wirklich über Jahre Auflageziffern gefälscht hat. So low hat man es gehalten. Zu Recht. Weil sonst die gesamte Auflagenkontrolle an Vertrauen verloren hätte. Stellen Sie sich vor, mit dem Euro passiert irgendetwas. Wahnsinnsfalschgeldaktion oder sonst irgendwas. Glauben Sie, dass Sie allzu viel darüber erfahren würden? Es lebt vom Vertrauen. Letztlich ist die Marktforschung eine Währung für Medien. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner mit all den Schwächen und Stärken. Wenn sie die beschädigen, dann haben wir nichts mehr. Ob das besser ist, ist die Frage. So, und jetzt kommen wir zu den Daten. Das sind Vergleiche, die direkt 1:1 aus einer Präsentation der Privatradio-Vermarkt übernommen wurden. Die Zahlen sind eben diese nicht auditierten. Und das sehen Sie eben oben Gesamtösterreich und dann die Bundesländer. Jeweils in der ersten Spalte in der weißen die Zahlen, die für das Bundesland veröffentlicht wurden, für die gesamte Vermarktungsgemeinschaft und dann die richtigen Zahlen, so wie Sie gehört hätten. Hier wiederum Ö3, und da sehen Sie natürlich eklatante Unterschiede. Das sind die 14- bis 49-Jährigen, und zwar von Montag bis Sonntag. Da haben Sie Unterschiede von 4 Prozentpunkten, hier auch von 4 Prozentpunkten. Noch deutlicher wird es allerdings, wenn man einfach die puren Listen nimmt, die sind zwar nicht so schön zu lesen, aber wenn Sie hier Radiotest 2015, erstes Halbjahr, nur die Marktanteile nehmen. Aha, Ö3, original 30, ausgewiesen wurden für Ö3 32% Marktanteil. Dagegen RMS Top, die Vermarktungsgemeinschaft der gesamten Privaten, genau umgekehrt. Im zweiten Halbjahr ähnlich, aber nicht ganz so stark für Ö3. Und wenn Sie dann rechnen, okay, 100 Millionen ist der Werbemarkt, das heißt, 1% auf dem Werbemarkt ist eine Million. Das ist der Hintergrund, wie Swoboda rechnet. Das ist so die Grundlage dessen, was er so als Route in den Raum stellt. Ich meine, das wird so wird sicher nicht gegessen, aber... In einem Zeitraum von 2011 bis 2015. Genau, ja. Also er nimmt diesen 5-Jahres-Zeitraum und sagt, dass, und 2 Millionen genau, dann genau, sagt, akkumuliert wären das über 5 Jahre für alle Privatradiosender, dann wird es ja lustig, wie der Schlüssel da wäre, wie sich das untereinander aufteilt, vor allem wenn man die unterschiedlichen Besitztümer dann auch noch nimmt, dann hat sich auch die Gesellschaft verändert zum Teil, das wäre dann besonders spannend. Die Frage ist, von wem Sie das bekommen, die 20 Millionen. Ja, hat es der ORF? Ja, das ist so witzig, das hier. Geld, das ist schon die Bank. Ja, das ist ja das ist so denkt der Österreicher. Nein, von der Fragestellung, ich glaube, also ich kann in diesem Rahmen sagen, von der Kommunikation her, also wenn ich Kommunikationsberater wäre, ich würde dem VKÖ sagen, bitte, 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 bitte. Und würde dem ORF sagen, bitte, 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 bitte. So weit wie möglich. Gibt es den Bleichler keine Antwort, gibt es den Fiedler keine Antwort, damit sie 100 Mal antworten. Ja, klar. Wenn ich keine Antwort bekomme und mir nicht irgendwas zugespielt wird, was will ich tun? So gesehen stimmt eigentlich genau das, was ich dem Mathe-Schieds vorwerfe, dass er nämlich nicht einmal in dem Fall, wenn 250 Leute ihren Arbeitsplatz verlieren, kommuniziert. In dem Fall wäre es angebracht. Krisenkommunikation in dem Fall war Pappenheben. Er hat kommuniziert, er hat jetzt kommuniziert, er hat den Salzburger Nachrichten dahinter. Jetzt hat er gehört. Ist der Grund war, dass die einen Betriebsrat finden. Hat er zitiert. Okay. Dann haben die Herren Hillebrand und. Hat er selber zitiert. Sehr gut. Das freut mich, weil ich bin ja Kolumnist und Medienzeitenmacher bei der Salzburger Nachrichten und ich schätze meine Kollegen. Ja. Weil es ist unheimlich schwierig. Bei Mathe-Schieds kriegen Sie normalerweise immer nur die Antwort. Und so weiter, blablabla, sagen nichts. Fertig. Ich habe das immer kritisiert. Ja. Das müssen, Sie haben gehört, was er gesagt hat, kriechen tun wir vor ihm. Ja, immer noch.
Wenn man sich überlegt, die Bundesländerzeitungen insbesondere darüber hinaus, andere Blätter haben immer möglich, dass er das Recht mit dabei legt, dass er dadurch also erst Massenreichweite für ein Printprodukt bekommt, was macht er? Fernsehen hat er dann gemacht mit dem größten Konkurrenten. Servus Krone. Das ist wie ein Tritt in die. Ja. Gibt es da Spannungsbälle? Da gibt es durchaus Spannungsbälle. Also auch bei dem, was ich jetzt. Ja, das waren die beiden gut. Nein, und die bei 1% oder 2%. Bei 0,9 dazwischen ist, dann relativiert sich das alles irgendwie. Ja, es muss gehen, oder? Denn das, was da steht, ist ja immer nur der Mittelwert. Genau. Das ist immer nur der Mittelwert. Das ist immer bloß genau der Mittelwert zwischen Höchst und Niedrigste, oder? Da wird noch Jahre gespielt. Ich kann nur hoffen, dass Sie nicht in die falschen Richterhände geraten. Ich bin jetzt in einer Auseinandersetzung mit Krone schon, habe ich das erste Mal in meinem Leben verloren. Wie ein Handelsgericht, da ist die Medienkompetenz nicht besonders ausgeprägt. Und da kommt es, glaube ich, wirklich ganz darauf an, welchen Medienrichter haben Sie. Ich würde nur beiden Seiten raten, das Fries Europa zu bringen. Erstens dauert es dann unendlich lang. Ja? Ohne das dann interessiert es keinen mehr. Schalten Sie in die Anwaltskammer, sowas von dankbar, weil die verdienen wirklich. Es gibt ja keine andere Währung derzeit. Das muss keine Person stoppen, das und sehen wir was anderes. Ich glaube, am gescheitesten, also Tipp, am gescheitesten wäre es, genau das, was man jetzt in der Schublade verstanden hat, ist offenbar den Media Server. Als gemeinsame Werbung überhaupt einzuführen. Zu sagen, tschüss Teletest, tschüss Radiotest, tschüss Media-Analyse, ist eh 50 Jahre alt geworden, tschüss Web-Analyse, wir in Österreich tanzen voran, die Schweiz haben schon ein paar Sachen funktioniert wenigstens, die Deutschen auch, und wir noch überhaupt nicht. Machen alles in eins, unter dem Dach soll jeder seine Methodik beibehalten, aber was denn jeder noch funktioniert, heißt das jetzt alles Media-Server und alles ist gut. Eigentlich ein Klassiker, oder? Das ist, wenn du irgendwo eine Tochterfirma hast, die ganz, ganz groß in die, oder Kacke gelegt oder sonst irgendetwas, dann wird meistens der erste Name geändert, oder? Von so. Ja, ich habe Ihnen hier, Sie können die Folie natürlich wieder jederzeit anfordern, glaube ich, oder? Ja. Ich habe Ihnen hier sämtliche Daten für die Steiermark. Allerdings sind nur die Marktanteile rausgekitzelt. Ich glaube, dass in dieser Auseinandersetzung die Marktanteile viel interessanter sind, denn im Grunde genommen geht es allen nur um die Werbemillionen als die Tagesreichweite. Und die Unterschiede sind offenbar bei den Marktanteilen auch größer. Das hier ist jetzt 10+. Da sehen Sie, okay, das ist jetzt nicht so relevant für Ö3 und ist auch nicht so relevant für die RMS Top, denn es sind beides Anbieter, die vor allem bei 14 bis 49 punkten wollen. Aber das ist zum Beispiel relevant für Radio Steiermark. Und Radio Steiermark ist da ganz gleich geblieben. Also das ist Ihre Hauptzielgruppe, oder? Das und darüber hinaus 35+, nehme ich an. Ja. Das sehen Sie auch da. Ja, veröffentlicht im zweiten Halbjahr waren es 2 Prozentpunkte mehr. Aber RMS 4 Prozentpunkte weniger. Also wie gesagt, Steiermark ist der Markt, wo am zweitmeisten manipuliert wurde. Nach Vorarlberg und natürlich ein ungleich größerer Markt. Das sind ja, mehr als dreimal so groß. 170, 740, naja, mehr als dreimal so groß, ja. Und ist in der Steiermark, wenn Sie jetzt 14 bis 49 nehmen, dann haben Sie hier die Vermarktungsgemeinschaft. Spannender ist allerdings noch, schauen Sie sich an, die Antenne. Von 26 auf 22 runtergerechnet. Oder manipuliert. Und da kommt natürlich dazu, dass die Antenne so etwas wie das Flaggschiff der Privatradios ist, wenn man jetzt Krone Hit weglässt, weil Krone Hit ja das einzige Privatradio mit einer bundesweiten Lizenz ist. Die Antenne war das erste Privatradio neben Radio Melody in Salzburg, das starten konnte und im Unterschied zu den Salzburgern das bis heute mit sehr großem Erfolg, Gesellschafteränderung, mittlerweile 100%ige Steuertochter, agiert, ebenso wie die Antenne Kärnten. Und das ist natürlich schon relativ viel Geld, was da fließen kann. Auch hier von 31 auf 24. 7 Prozentpunkte. Und vor allem, na Moment mal, warum? Da sehen Sie den Grund. Weil es ganz knapp, und das habe ich mit Kopf an Kopf gemeint. In Wirklichkeit liegen die beiden
32, 31, ich habe es jetzt nicht genau, die dürften innerhalb der Schwankungsbreite liegen, sodass weder Ö3 noch die Antenne sagen dürfte, sie sind das stärkste Radio im Land für die 14- bis 49-Jährigen. Darauf kommt es ja an, dass einer vom Marken sagt, wir sind stärker. Das dürfte innerhalb der Schwankungsbreite sein, trotz der 25.000 Interviews, weil Sie müssen denken, die 25.000 sind ja wieder nicht für die Steiermark. Für die Steiermark, wie groß wird das sein? 5.000? Sonst, um das, ja. Steiermark eben. Ist Bund dividiert durch. Eben, das geht dann durch. Und dann ist es natürlich geschäftsschädigend geradezu, wenn die Daten wirklich so stimmen. Weil das war zuletzt der Fall, ja, in der Anfangsphase, in der absoluten Startphase, als die aus dem Nichts gekommen sind, 1995, Ende 95, Anfang 96. So, und jetzt haben sie 35 plus. Da sehen Sie Radio Steiermark 3 Prozentpunkte höher und hier 1 Prozentpunkte höher. Wen haben Sie, als Hauptkonkurrent? Antenne auch, oder? Kaum, ja, oder? Ö3 eben. 20 bis 35 plus. Was haben die sogar Nachteile? Sie sind wahrscheinlich am ehesten dann so Anbieter wie Radio Grün-Weiß, oder? Im kleinen Gebiet, die 13. Nein, ich weiß schon. Nein, ich meine, aber in dem Gebiet, in dem kleinen, machen die. Aber 35 plus macht sonst kaum jemand, oder? Eigentlich. Aber da ist unser Wert jetzt 42, 45, das sind wir, werden wir auch benachteiligt. Nein, 42 ist original, ist schon 3, genau. Nein, es ist 3 Prozentpunkte höher gekommen. Also Sie sind, und wenn Sie dann schauen... Aber da gibt es kein Kopf an Kopf. Wir sind nein. Aber im Original sind wir benachteiligt worden. Ja. Also Sie sehen Krone zum Beispiel, Krone Hit, wurde nichts verändert. Ja doch, da. Da wurde es sogar höher. Ja. Und wenn, ich habe mir jetzt relativ viele angeschaut, bei den meisten sind die Krone Hit-Werte genau so veröffentlicht worden, wie sie waren. Es wurden aber andere Privatsender eben runter manipuliert und meistens Ö3 vor allem hoch manipuliert. Also genau dieses Match. Vollkommen unerklärlich, warum. Ich wüsste auch kein internationales Beispiel. Können die Motiv? Na? Also es wird natürlich sehr vieles in ein Geheimnis und man muss natürlich genau vorsichtig sein, oder? Weil der Kriminelle in den Dienst gespielt hat, dann tut. Kann man sich vorstellen, was der oder demjenige blüht. Ja. Aber es kann nicht Fahrlässigkeit sein. Über viele Jahre. Es kann nicht einfach passiert sein. Es kann nicht einfach Unfähigkeit gewesen sein. Bitte? Früher hat man dann auch einen Kochmann gewesen, oder? Also ich sage es mal dazu, was passiert jetzt? Wie passiert dieses Auditing? Das von außen ist ja zugeschaltet. Es gibt 129.000 Interviews, sind geführt worden in diesem Zeitraum. Das kommt dorthin auf die 25 oder mehr pro Jahr. Und die werden untersucht und die liegen vor elektronisch. Und elektronischer Fingerprint, ich sage jetzt nicht, dass die CSI Radiotest gibt, aber sowas ähnliches. Und die schauen sich das an und da kann man ganz genau nachvollziehen, wer hat wann was bewegt. Ja. Unglaublich mühsam, die ganzen 5 Jahre, das wird jetzt zurückverfolgt. Aber das ist derzeit im Gange. Also, okay, das wird noch dauern, aber das ist derzeit der Stand der Dinge, was das Auditing betrifft. Wird das noch ziemlich dauern? Ja. Warum wir uns quasi nicht öffentlich äußern, hat damit zu tun, weil wir wissen ja nicht, ob diese Daten, die jetzt vorliegen, wenn man die interpretieren soll, dann sind sie richtig auf die Schienen. Ja? Das heißt, es dauert jetzt bis zu 6 Monate, das wird der letzte Stand von heute, dass man wirklich was Valides sagen kann über diesen Zeitraum. Und deswegen gibt es jetzt nicht, also eine Aussendung nach der anderen, vor allem in den Bundesländern nicht, weil jedes Bundesland hat eine andere Situation und dann hat man sofort Chaos am Markt und dann tritt das ein, was ich sagen. Jede Äußerung in diesem Zusammenhang ist eine unnotwendige. Und wir wollen auch keine Dynamik hineinbringen, was Klagen und anderes betrifft. Mein Einwand vorher war nur, wer zahlt die 20 Millionen? Die kannst du mal nur von der Fessel GfK quasi einfordern. Sobald diese Forderung auf die steht, sind die tot. Ich meine, das überleben die nicht. Und dann kannst du auch regressieren und sagen, der Alpha, der Hauptverbreiter, der Hauptauftraggeber, Übungsauftraggeber,
750.000 hat der Vertrag pro Jahr gekostet. Wir werden auf 1 Million kommen, weil die anderen ja, wir sind ja alle mit im Boot. Ja, wir sind ja die ORF-Kosten. So ist es, genau. Nur die ORF-Kosten, wir sind ja quasi alle Auftraggeber gewesen und auch geschädigt. Also das ist wirklich und kann auch ein bisschen spannend werden. Also ich glaube, wir haben ich glaube mittlerweile wird ja alles, was von der GfK dazu verbreitet wird, immer von Deutschland alles geregelt. Also in Österreich kann ich auch schon mehr was dazu sagen. Und soweit korrigieren Sie mich bitte, man hat es halt auch erstmals gemacht, dass Quartalsdaten des Radiotests von 2016 veröffentlicht werden, damit man jetzt einfach mal valides Material hat, damit man weiter in Werbewirtschaft sagt, okay Leute, das ist jetzt wirklich von allen noch einmal überprüft und das passt. Normalerweise hat man immer noch halb Jahresdaten. Um einfach in dieser Übergangsphase weiterzukommen. Ja, wir können jetzt natürlich eine nach dem anderen durchgehen, das werde ich nicht mehr machen, weil ich bin so heilfroh, dass ich nämlich nicht überzogen habe und dennoch dem Auftrag, ich soll doch bitte was zum Radiotest auch was sagen, um die 20 Minuten lang nachgekommen bin. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es freut mich natürlich, dass Sie mich den Gastgarten vorgezogen haben. Und ich hoffe, das ist wieder mal der Fall. Dankeschön.